bye Test 1, 2. Ja, ich hoffe, Bild und Ton funktionieren wie geplant. Sollte zumindest so sein. Ja, schönen guten Abend zur Episode 12 unserer Schreibsession. Und ja, schauen wir mal, ähm, wie weit wir heute mit dem weiteren Überarbeiten kommen. Letztes Mal war ich ja nicht so fürchterlich fit dafür, aber schauen wir mal, das wird schon irgendwie funktionieren. Ich bin so ein bisschen, warte mal, vielleicht. Naja, wird nicht allzu doll stören. Mein Kopf ragt so ein bisschen in den Chatbereich rein, aber naja, irgendwas ist ja immer gut, aber das wird schon funktionieren. Okay, wir sind beim letzten Mal bis. Was war es? Seite C? Hier, genau. Bis Szene 6 gekommen beim Überarbeiten. Das heißt, das habe ich mir extra markiert. Hier geht es dann quasi weiter. Jetzt kommen also zwei vergleichsweise kurze, <laughs> vergleichsweise kurze Szenen, wo ich aber zumindest bei Szene 7 noch mal ein bisschen hin und her springen muss, damit das Ganze irgendwie äh, logisch in sich schlüssig ist und äh, auch bleibt. Schauen wir mal. Okay, gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, liegen wir mal los. Ich hatte bei den anderen Szenen, glaube ich, genau, ich hatte den, die Headline jeweils entfernt. Okay. Ich spüre etwas in der Nase und öffne. Ja, das Unwillkürlich kann weg. Ne? Das ist, liegt, ist ja eigentlich implizit. Du merkst irgendwas und bla, zack, ne? Äh, mehr oder minder aus Reflex äh, öffnest du die Augen. So, durch den Spalt im Vorhang fällt ein schmales Band Sonnenlicht hinein, genau in mein Gesicht. Mhm. Neben mir vernehme ich ein Brummen, das rhythmisch auf- und abschwillt. Im Halbschlaf taste ich umher und fühle Fell. Genau, Amy schläft für gewöhnlich irgendwo anders, nur selten verirrt sie sich zu mir. <laughs> so warte, muss ich? Vernehme ich mich erneut ein Brummen? Also es ist ja nicht das Brummen, es ist ja ein anderes Brummen, weil es ist ja nicht die Katze, sondern es ist ja das Telefon. So, bababababab. <laughs> Fühlt sich zu mir. Frage ist, ob man hier einen, einen Umbruch machen Nee, wahrscheinlich nicht. So, <laughs> kurz bevor ich wieder einschlafe, vernehme ich. Kann man das so schreiben, kurz bevor ich wieder einschlafe? Weil das weiß sie ja nicht, ob sie wieder einschläft. Ähm vielleicht eher so in diese Richtung kaum habe ich mich wieder umgedreht oder so wobei nee sie hat sie hat sich ja gar nicht umgedreht sie hat ja nur getastet und da war die katze äh, ja wie schreibt man das Ding jetzt also so nach dem motto sie hat jetzt ist gerade kurz aufgewacht hat die katze gefunden und sagt sich ah, alles fein ich kann mich jetzt wieder ich kann mich jetzt wieder hinlegen Ah, 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 Kurz überlegen, Ja, ja, vielleicht irgendwie so, gerade als ich, <laughs> gerade als ich wieder einzuschlafen versuche oder irgendwie sowas. vernehme ich erneut ein Brummen. Doch diesmal bin ich sicher, dass es nicht von Amy stammt. Es kostet mich einiges, eine Überwindung nach meinem Telefon zu greifen. Wer in aller Welt will denn an einem Samstagvormittag etwas oder an einem Samstagmorgen? Vormittag klingt so, als wäre es schon irgendwie um, um elf oder so. So, warte. Hey, Schlafmütze, wo bleibst du? Wir sind. Wir sind schon am Start. Bist du auf dem Weg? Weil schon alle klingt halt nach mehr als es eigentlich ist, ne? weil es sind ja nur insgesamt drei Personen mit ihr. Bist du auf dem Weg, David? Sekundenlang betrachte ich die Worte, doch mein noch nicht wacher Verstand vermag es nicht, sie an mein Gedächtnis weiterzuleiten. Waren wir verabredet? Worum geht es denn? Einige Sekunden später habe ich den Kalender aufgerufen und stelle verdutzt fest, dass es tatsächlich einen Eintrag für heute 9 Uhr gibt. Lerngruppe bei David, Klausurvorbereitung. Mist, wie konnte ich das vergessen, so sehr ich mich auch bemühe. Es gelingt mir nicht, mich daran zu erinnern, wann wir das ausgemacht hatten. Mich daran zu erinnern, wann wir das ausgemacht hatten oder dass ich einen derartigen... Kalendereintrag vorgenommen hatte. Genau, das ist so eine Sache, die müssen wir dann nachher im Gesamtbild nochmal ein bisschen anpassen. Ne? Mit dieser, dass sie Dinge vergisst, weil manchmal die andere Persönlichkeit irgendwie durchbricht oder irgendwie sowas. Ja, mache ich nicht jetzt. Das mache mach ich dann im nächsten, im finalen Durchgang, wenn man das Ganze nochmal detailliert liest. Also auch nach Tippfehlern und sowas sucht. Weil ich glaube nicht, dass ich das jetzt schon anpassen kann. Da müsste man die anderen Szenen auch noch am Start haben. Ha, der Zombro ist da. Hallöchen. Na? Wie sieht's aus im Zom Zombroland? Wir sitzen hier an der Korrektursession. Szene 6 von, wie viel hatten wir? Zwölf? Ich glaube, zwölf. So, das ist jetzt aber alles auch nicht so fürchterlich dramatisch. Die sind, glaube ich, relativ gut. Das sind ja die Szenen, in denen nicht viel passiert. So genau. Also sie schreibt, sie schreibt zurück. Und ich glaube, das ergibt sich, das ergibt sich, glaube ich, ne, daraus. Ah, Filmabend, eine gute Wahl. Habe ich ein Paket bekommen? Nicht, dass ich wüsste. Hätte ich ein Paket bekommen sollen? <laughs> also, ich habe kein Paket bekommen. Was gibt's denn für einen Film heute Abend, Zombo? Ach so, du schaust das Kartenspiel geschickt nämlich an, ne? Ist zumindest noch nicht angekommen. So, warte, waren wir verabredet? Worum geht's denn? Was? Dann liegt es wahrscheinlich irgendwo bei einem Nachbarn. Was steht denn da, Zombro? Was steht denn da? Steht da äh, deponiert bei Nachbar XY oder? Ja, du weißt ja DHLs Vorstellung von zugestellt. Das ist ja eher, auf, das findet ja eher auf so einer metaphysischen Ebene statt. Na, wenn du das Paket irgendwo Luftlinie in einem Kilometer Umkreis gedroppt hast, dann gilt das als zugestellt. Also ich habe zumindest heute kein Paket bekommen und ich war, ich war gegen 13 Uhr am Briefkasten. Da war nix. <laughs> Aber wie gesagt, das kann... Es kann sein, dass das heute Nachmittag irgendwie kam und ich nicht... Äh, ich Kopfhörer drin hatte oder so und es deswegen nicht gehört habe. Dann liegt wahrscheinlich der Zettel im Briefkasten. Das ist möglich. Dann ist es wahrscheinlich wieder irgendwo bei den Nachbarn gelandet. Schauen wir mal. Was für einen Film gibt es denn nachher? Zombro? So... Einige Sekunden später habe ich den Kalender aufgerufen und stelle verdutzt fest, dass es tatsächlich einen Eintrag gibt. Das ist alles fein, ne? 15.29 Uhr. Ja, das kann sein, dass ich da gerade Kopfhörer auf hatte und irgendwie Musiksession gemacht habe oder irgendwas. Das möchte ich nicht ausschließen. Das ist vorstellbar. Ich werde es gleich morgen früh überprüfen, ob ich einen Zettel im Briefkasten habe. Wir losen den Film aus. Aber wenn ihr auslost, muss es doch einen Lostopf geben. Woraus besteht der? Aus, aus imdb.com oder wie lost ihr? <laughs> so, war doch deine Idee, würde ich sagen. Ja, war doch deine Idee. Also was ist nun? Kommst du. Jeder schmeißt einen Film in den Topf. Ah, I see. Was ist dein Film, Zombro? Wenn du das hier spoilern darfst? Voll die gute Idee. Naja, das hängt davon ab, wie der Filmgeschmack der anderen Leute ist, würde ich sagen. <laughs> Na, wir werden sehen, was der Zombro sich heute reinhaut. So. Ich kämpfe mich hoch und sitze einige Augenblicke lang im Bett, während ich weiterhin versuche, meiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Mache mich gleich auf den Weg. Sorry, hatte es total verpennt. Ich glaube, das ist okay. Die Szene ist, glaube ich, okay. Ich schmeiß gern Trash rein. Tokyo Godfathers. Ist das japanische Mafia oder was? Anime? Nee, das sagt nichts. In Anime bin ich nicht. Bin ich nicht bewandert. Ist nicht meine, nicht mein Ding. Ach so, ich habe, äh... Wann war es denn? Am Freitag? Ja, ge gestern. Literally gestern, äh diesen wie hieß es Choose or Die auf Netflix gesehen das ist so ein bisschen ähm, vergleichbar weiß ich nicht es geht um ein Computer uraltes Computerspiel was die Leute halt äh, zu Aufgaben zwingt die müssen irgendwelche Dinge machen hatte ein paar coole Ideen fand ich generell gut das Ende war so ja okay bisschen absehbar wie es enden würde aber war okay also war nett gemacht und äh, hatte ein paar interessante Ideen also wenn man jetzt partout nichts anderes findet. Choose or Die auf Netflix. Der wurde mir auch vorgeschlagen, mich Metal Lords. Ja, Metal Lords sollte auch, sollte auch gut sein, habe ich gehört, aber äh, ich habe noch nicht, ähm, habe noch nicht äh, reinge, reingeschaut. Tanja, naja, es hängt davon ab, was du erwartest. Na, also erwarte jetzt keine mörderkrass komplexe super Handlung, sondern ein Film, der ganz gut erzählt ist. Die erste Hälfte ist wirklich gut. In der zweiten, ja, ne, verliert so ein bisschen den, den Drive, aber trotzdem lohnenswert. Also mich hat es von der Ästhetik her so ein bisschen an Bandersnatch erinnert, weil es auch so ein bisschen mit dieser Retro-Gaming-Ästhetik spielt und so. Sombro <laughs> war in einer Metalband. I see. I see. Ja, das ist dann natürlich immer doppelt spannend wenn man dann noch persönliche Bezüge hat, ja, das ist wohl wahr. Ja, den sichte ich, den sichte ich bei Zeiten auch mal. So, aber nun kurz zurück zum Manuskript. Wie immer bin ich spät dran. Ausgerechnet heute stehen besonders viele Menschen in der Schlange. Es scheint einen Zusammenhang 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 zwischen Trübem Meine Güte trübem Wetter und dem Bedarf nach warmen dem Bedarf an warmen Getränken Bedarf nach ergibt nicht viel Sinn ne? vielleicht nach der Session heute noch Ben das wahrscheinlich ja nicht schlecht ja, ja ja hat eine ähnliche hat eine ähnliche Ästhetik wirst du sehen so ob ich es irgendwann schaffe einfach früher von zu Hause loszugehen was darf sein? Die Frau hinter der Theke wirft mir ein Lächeln zu und erwartet meine Bestellung. Eigentlich kann das raus, weil dass sie das tut, ist ja offensichtlich. Pumpkin Spice Latte. Pumpkin Spice. Das heißt, äh, Zombro, wo ich dich gerade im, im Stream habe, das heißt Pumpkin Spice, nicht Spiced Latte. Ja, also wirklich so. Oder so. Ich glaube, du hattest das damals vorgeschlagen, deswegen frage ich dich. <laughs> um, ich glaube, es heißt Pumpkin Spice. Ja, es heißt nicht Pumpkin Spiced. Weil Spiced würde ja implizieren, dass du Pumpkin als Gewürz ranmachst, aber das ist ja nicht das, was du daran, was du daran machst. Ja, Pumpkin Spice Latte, okay. Pumpkin Spice Latte bitte. Gebe ich zurück und trete zur Seite, um den Weg für den nächsten Kunden freizumachen. Welchen möchten Sie? Möchten Sie? Die Frau deutet auf Kekse die in der Auslage liegen. Einige zeigen einen mit Lebensmittelfarbe gezeichneten Marienkäfer mit stilisierten Totenköpfen als Punkte, andere eine eine selbst in Zuckerguss widerlich aussehende Spinne. Ach so, Moment. Moment, Moment. Wir hatten ja die Idee. Stimmt. Hier ist ja gerade das Ding, vielleicht ist sie ja gar nicht. Ja, doch, es ergibt eigentlich viel mehr Sinn. Andere eine filigran gezeichnete Spinne, dann machen wir es lieber, dann machen wir es lieber positiv. Moment, filigran modellierte Spinne. Stimmt, weil sie nimmt ja in diesem Durchlauf nimmt sie ja die Spinne. Das ist ja das ist ja der Clou sozusagen. Genau. Äh, äh, warte, einige zeigen einen mit Lebensmittelfarbe gezeichneten Marienkäfer mit stilisierten Totenköpfen als Punkten, andere eine filigran modellierte Spinne. Halloween-Aktion die ganze Woche noch. Es gibt zu jedem Heißgetränk gratis einen dazu. So einen hätte ich gern. Erwidere ich und deute auf, der, auf eines der Exemplare mit einer Spinne darauf. Ja. Make it so. So. Dann machen wir das so. Äh, deute auf eines der Exemplare mit einer Spinne darauf. Einige Minuten später halte ich sowohl den Pappbecher... Komma, Pappbecher, Komma, als auch ein kleines. Muss da, ja, ich glaube, da muss ein Komma hin. Als auch ein kleines Tütchen in den Händen und versuche. Kleines Tütchen, trifft's das? Also, wenn du so eine Tüte hast, wo so ein Keks drin ist, ist das ein kleines Tütchen oder ist kleines Tütchen wirklich so, 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 so ein Drogenbeutelchen? Äh, mit einer Papiertüte vielleicht auch, so, eher so in diese Richtung, ne? Als auch eine Papiertüte. Ja, vielleicht machen wir es eher so. Eine Papiertüte in Händen. Weil kleines Tütchen klingt wirklich so nach. Äh, es ist wirklich winzig. Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Warte mal, halte ich den Pappbecher und die. Dann machen wir es anders. Warte mal. Halte ich die. Nee, den. Ein paar Becher und die Papiertüte in Händen. Relativ einfach. Ja, ein kleines Tütchen klingt halt wirklich eher so nach hier. Ne? The Spice Must Flow. So. Ähm. In Händen. Und versuche beides unbeschadet an den Unmengen. Unbeschadet Unmengen. Was ist denn ein Synonym für unbeschadet? Was letzte Preis? Ich weiß ja nicht, wo du deine Dinge in kleinen Tütchen kaufst, aber nicht bei eBay Kleinanzeigen. <laughs> so, beides ähm, sicher. Ich wollte vermeiden, dass man zweimal un hat nacheinander. Das liest sich dann doof. Und versuche beides sicher an den Unmengen warten der Menschen vorbeizumanövrieren. Mein Blick schweift durch die Gegend, während ich den bestmöglichen Weg nach draußen suche, streift dabei an den... Ach so, warte. Mein Blick schweift durch die Gegend und streift dabei an den warten entlang. Das liest sich einfach gleichmäßiger. Menschen, denen die Müdigkeit ins Gesicht geschrieben steht, stehen dicht gedrängt beieinander, scheinen einzig beseelt von dem Wunsch, die Reste von Schlaf in ihrem Geist. Reste von Schlaf. Nee, das ist eigentlich Quatsch, ne? Weil Schlaf. Schlaf äh, ist ja nicht das, was es. Was. Ähm, also. Schlaf kann ja keinen Rest hinterlassen. Äh, 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 wie schreibt man denn das am sinnvollsten? Ja, Müdigkeit habe ich vorne schon in dem Satz, deswegen überlege ich gerade, wie ich das jetzt äh, clevererweise umschreibe. Menschen, denen, denen Müdigkeit ins Gesicht geschrieben steht, warte mal, kann man das einfach rausnehmen? Stehen dich gedrängt beieinander, scheinen einzig beseelt von dem Wunsch. Machen wir es anders: Körper und Geist. Körper und Geist. Mithilfe von Arom Koffein und Aromen wach zu rütteln. Wach zu rütteln. So: Problem gelöst. Uh, und ich glaube da muss kein Komma hin So Dinge Also hier müsste ein Umbruch hin wahrscheinlich weil das jetzt ein Break ist so plötzlich durchzuckt es mich wie ein Blitz. was für das? Sieht diese Frau dort mir nur sehr ähnlich oder? Ich halte inne und bin gerade im Begriff, genauer hinzusehen, als ein junger Mann unmittelbar vor als ein Moment als ein, äh, als ein junger Mann unmittelbar vor mir sich von seinem Stuhl an einem der Tische erhebt. Und das mit dem einen der Tische kann raus. Das ist eigentlich klar. Unmittelbar vor mir sich von seinem Stuhl erhebt und ich ihm um ein Haar meinen Kaffee überkippe. Geistesgegenwärtig mache ich einen Schritt zur Seite und werfe ihm einen entschuldigenden Blick zu. Sobald mein Getränk außer Gefahr ist, versuche ich, die Person wiederzufinden, bei der ich schwören könnte, dass sie mein Zwilling ist. Selbst die Kleidung wirkte identisch zu meiner. Wenige Sekunden später fällt es mir wie Schuppen von den. Augen muss es natürlich heißen. Und mir wird klar, dass ich in einen Spiegel schaue, der genau hinter der Lücke zwischen zwei Wartenden, genau, hinter der, ja, hinter der Lücke zwischen zwei Wartenden platziert ist. Nee, der genau die Lücke, warte, der genau. Die Lücke zwischen zwei Wartenden ausfüllt. So rum. Weil es klingt ja so, als wäre er absichtlich da platziert worden. Das ist ja Quatsch. So, der genau die Lücke zwischen zwei Wartenden ausfüllt. Kein Wunder, dass die andere Person so aussah wie ich. Ich fürchte, ich bin auch noch nicht richtig wach und sehne mich dem ersten Schluck aus meinem Becher entgegen. So, genau. Jetzt war die Frage beim letzten Mal. Wie kriegen wir das jetzt hin, zu über, äh, überzuleiten zu der ersten Szene im Kaffeeladen, diesem hier. Nee, das ist gar nicht die hier, die hier ist es. Haben Sie etwas vergessen? fragt die Verkäuferin und schaut mich verwirrt an. Ich verstehe nicht, wie sie, was sie meint. Nein, wie kommen Sie darauf? Sie waren doch eben gerade da. Vielleicht brauchen wir hier irgendein Element, das sie irgendwie nachdenken lässt oder irgendwie zweifeln lässt oder keine Ahnung was. Ich bin ja so... Warte mal, sie ist spät dran, ne? Das hat sie gesagt. So, babababab. Ähm, äh, 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 äh. Vielleicht machen wir das irgendwie sowas wie: draußen sehe ich gerade den, ne, meinen Bus abfahren. Und auch, äh, also jetzt quasi sowas wie so nach dem Motto: nee, dann kann ich mich ja auch noch mal auf die, äh, kann ich mich ja auch nochmal auf äh, die Bank setzen oder so. Damit das Sinn ergibt, dass sie das tatsächlich ist, die unmittelbar danach nochmal in den, in den Laden geht, weißt du? Hm. Ich überlege gerade. Draußen sehe ich gerade meinen Bus davonfahren. Abfahren ist wahrscheinlich nicht die richtige, nicht die optimale Formulierung. Meinen Bus davonfahren. Der Nächste kommt in zehn Minuten. M Minuten. Hatte ich das oben formuliert mit dem Bus? Warte mal. Dinge und Sachen. Wenig später kommt mein … Warte mal. Ah, sie sagt immer, der nächste Bus kommt in 15 Minuten, sagt sie. Okay, das heißt, der Bus wird … also ja, zehn Minuten ergibt dann keinen Sinn, sondern dann muss es was anderes sein. Draußen sehe ich gerade meinen Bus davonfahren. Und auch, wenn ich mich einmal mehr darüber ärgere, äh, wenn ich mich einmal mehr darüber ärgere, nicht rechtzeitig losgegangen zu sein. Also bin ich doch froh darüber, mein Frühstück auf einer Bank sitzend statt in einem überfüllten oder statt inmitten anderer Menschen zu mir nehmen zu können. Mein Frühstück in Ruhe auf einer Bank sitzend. Äh, äh. Statt inmitten an der R muss es heißen. Statt inmitten anderer Menschen zu mir nehmen zu können. Mein Frühstück allein auf einer Bank sitzend. Ja, vielleicht irgendwie so, ne? Ich stelle den Becher neben mich. Nee, ich lege... Ja, den Becher legt man nicht, den Becher stellt man, ne? Dann machen wir es anders. Ich platziere Becher und Tüte. Neben mir. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch irgendeinen, irgendeinen Satz, dass sie irgendwie in Gedanken versinkt oder. Da schaue zurück zum Kaffee. Habe ich es Kaffee genannt? Habe ich denn das genannt? Warte mal, die Verkäuferin. Ich habe es gar nicht irgendwie benannt, ne? Nee. Dann lassen wir es bei Kaffee. Schaue zurück zum Kaffee und ertappe mich dabei. Ne, vielleicht. Also dass sie jetzt noch mal zurückdenkt an das mit dem mit dem Spiegel, ne? Das wäre jetzt ganz gut, glaube ich, so, dass man da so eine Idee hat mit. Vielleicht ist der Gedanke in den, also der Gedanke an das Spiegelbild, vielleicht ist das so der Switch, der dann passiert. Das könnte man filmisch, könnte man das total gut umsetzen. So wie in wie in äh, wie in Triangle, wo die Kamera so in den Spiegel reingeht und dann im Spiegel sozusagen weiter weiter läuft. Das wäre eine hervorragende hervorragende Möglichkeit, das hier so zu machen. Ich schaue zurück zum Café und aus irgendeinem Grund sehe ich erneut den Spiegel vor mir, der mein Abbild zeigt. Ja. Naja, das kannst du ja hier nicht so beschreiben. Das ist ja das, was du dann als Filmemacher kannst, wo du dann die Kamera als sich bewegende sich bewegende Person sozusagen inszenieren kannst, was natürlich völlig andere Kniffe erlaubt, als man das jetzt beim Schreiben machen kann. Ja klar, man könnte das jetzt so beschreiben, dass sie diese Person anstarrt und irgendwann dann merkt, Moment, ich bin ja, ich sitze ja gar nicht mehr auf der Bank, ich stehe da ja jetzt und jetzt bin ich ja die im Spiel, aber das wäre, glaube ich, zu dick aufgetragen. Das würde ich jetzt ungern machen. Weil es ist ja absichtlich so angelegt, dass wir so ein paar Sachen absichtlich offen lassen, ne, damit die LeserInnen sich da selber irgendwie einen Kopf machen können und sollen. Aber ja, ich, ich denke tatsächlich bei vielen Szenen, also bei denen jetzt, in der Geschichte jetzt nicht so sehr, weil es einfach nicht so sehr visuell ist, aber bei vielen Geschichten denke ich das schon immer so aus so einer filmischen äh, Perspektive heraus. Und überleg mir immer, was passiert denn dann? Wie würde man das denn umsetzen, wenn man das jetzt visualisieren wollte? Und ne, wie könnte man sich das, wie könnte man sich das vorstellen? Ja, wie gesagt, man könnte sich da jetzt sicherlich Mühe geben, das irgendwie surreal zu beschreiben, aber die Frage ist, glaube ich, gibt es einen Mehrwert? Und ich glaube nicht. Der Mehrwert im Film ja. So eine subtile Geschichte wie ein Triangle. Weil wenn du den Film einfach nur guckst und darauf nicht achtest, merkst du das gar nicht, dass das, was da gerade passiert, ja eigentlich physikalisch Quatsch ist. Deswegen fand ich ja diese Einstellung so großartig. Aber in der Geschichte. Das Problem ist ja, dass du, wenn du eine Geschichte schreibst. Kannst du ja nicht davon ausgehen, dass äh, der Leser aus dem Augenwinkel irgendwas mitbekommt, sondern wenn das nicht dasteht, dann existiert es nicht. Und im Film hast du ja die Option, die Kamera zwar auf irgendwas gerichtet zu haben, aber links, rechts, oben, unten davon passieren halt irgendwelche anderen Dinge, die außerhalb des Fokus sind. Und das geht halt in der Geschichte nicht. Ich kann nicht sowas machen, wie das im Hintergrund plötzlich, was weiß ich, ein Baum seine Blätter verliert oder sowas. Wenn ich das nicht schreibe, existiert es nicht. Und deswegen finde ich teilweise dieses Visuelle hilfreich, um so ein bisschen zu überlegen, ne, wie, wie würde man das jetzt inszenieren oder so. Was schreibst du, wenn in Geschichten oder Büchern zu sehr beschrieben wird, finde ich das meiste ermüdend. Ja, da gab es doch gerade so ein Meme irgendwie. Äh, eine, eine Frau, die so ein bisschen ungehalten war und sagte. Ja, hier, Mr. Tolkien, jetzt, jetzt reicht's aber mal mit der Beschreibung des Waldes. Das waren jetzt schon 20 Seiten und dann sieht man auch so einen, so einen grimmigen Mann, so als Tolkien, und der sagt, naja, jetzt mache ich es erst recht länger. Ne? So, <laughs> Ungefähr so in diese Richtung. Und ja, ich bin da auch kein Freund von, aber ich weiß, viele Leute, gerade so aus dem Fantasy-Bereich oder so, die fahren da voll drauf ab, wenn da Mörder ausschweifend 20 Seiten lang beschrieben wird, wie jetzt der eine Baum aussieht oder so. Ja, gibt mir persönlich auch nicht so viel, muss ich gestehen. Aber das ist Geschmackssache. Das ist Geschmackssache. Ähm so, warte, ich platziere Becher und Tüte neben mir, schaue zurück zum Café und aus irgendeinem Grund sehe ich erneut den Spiegel von mir. Vor mir. Alter, was ist denn draußen hier los? Blaulicht, Sirenen. Das ist Berlin. Und weißt du, seit jetzt Maskenpflicht gefallen ist und der ganze Quatsch ist jetzt hier wieder jeden Abend äh, Action drüben hier an der Spree. Da ist ja irgendein Club, also irgendein Open-Air-Ding und da ballert, ballern die jetzt immer Techno irgendwie. Naja, musst du tolerieren in Berlin. So, ähm, also, ich platziere Becher und Tüte neben mir, schaue zurück zum Café und aus irgendeinem zum Café, Komma. Und aus irgendeinem Grund sehe ich erneut den Spiegel von mir, der mein Abbild zeigt. Es kommt näher und näher. Bis ich das Gefühl habe, direkt davor zu stehen. Vielleicht ist das, das reicht, glaube ich, als Andeutung. Ne, so dass sie in Gedanken versinkt und dann vollzieht sich vielleicht der Switch. Ich glaube, das ist völlig. Ich glaube, das ist völlig okay. Und dann findet sie sich sozusagen an der Stelle. Also hier, es muss, aber irgendwas muss hier gerade sein. Hier ist gerade massiv Blaulicht draußen, andauernd Sirenen. Also irgendwo hat es entweder einen Unfall gegeben oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. An der Stelle an der Spree war ich auch schon mal. Das ist in ganz Berlin so. <laughs> das ist in ganz Berlin so. Da ist die Ecke, wo ich wohne, hier noch vergleichsweise ruhig. Wenn du irgendwie in Neukölln äh, bist, hier Rathaus Neukölln oder so. Ey, da ist den ganzen Tag Polizeisirenen-Action. Das ist unfassbar. Dagegen ist das hier noch äh, safe. Deswegen wunderte es mich ja, weil es jetzt plötzlich mal hier vier, fünf Fahrzeuge waren. Wer weiß. Dinge. So. Ähm, okay, die Szene haben wir, glaube ich. Dann, next up: Szene 8. Das ist jetzt die Szene, wo sie sich zum Mittag treffen. Schon wieder. Hm. I don't know. Der Bus hält unmittelbar vor dem Eingang zum Campus. Dicht gedrängt stehen Wartende an der Haltestelle. Herbstliche Windböen lassen Haare fliegen und das eine oder andere rostbraune Blatt durch die Luft tanzen. Finde ich schön beschrieben, nach wie vor. Finde ich schön beschrieben. Man hat gleich, man hat gleich so, ein leichtes, ah, so ein gleich leichtes Frösteln und will den Kragen hochschlagen. So ein bisschen. <laughs> ja, finde ich gut. So, aus dem Bus zu steigen, fühlt sich an, wie ins kalte Wasser zu springen. Der peitschende Wind draußen ist erheblich kälter, als es von drinnen den Eindruck machte. Ich schlage den Kragen meines Mantels hoch, stelle sicher, dass der Schal eng an meinem Hals anliegt und husche durch die Menge der Wartenden Wartenden. Das ist ja eigentlich Quatsch. Husche durch die Menge in Richtung Mensa davon. Oder einfach, ich husche in Richtung Mensa davon. Ist völlig egal. Können wir so lassen. Ich wollte nur nicht zweimal Wartende in dem Abschnitt haben. Ich stelle sicher, dass ich glaube, hier muss ein Komma hin. So. Next. Wie so oft bin ich spät dran? Und hoffe, dass David und Miriam sich noch nicht. Warte mal, dieses mit dem. Ich glaube, ich nehme das hier raus. Weil das ist ja durch den Satz eh geklärt und dann haben wir nicht diese Doppelung, dass die nächste Szene auch gleich wieder mit diesem Wie so oft bin ich spät dran ähm, operiert. Das ist Vielleicht ganz praktisch. So. Wie so oft bin ich spät dran und hoffe, dass David und Miriam sich noch nicht wieder auf den Weg zurückgemacht haben. Die Mensa ist bis zum Bersten gefüllt mit Menschen. Verschiedenste. Verschieden, nee, ist korrekt. Verschiedenst Gerüch. Ah, hier. Mein Auge hat irgendwas gefunden, was nicht passte, aber es war nicht verschiedenste, sondern es war das fehlende E. So, verschiedenste Gerüche liegen sich gegenseitig überlagernd in der Luft. Nee, das machen wir anders. Verschiedene Gerüche, G Gerüche. Gerüche überlagern einander und verleihen dem Ort sein typisches undefinierbares Aroma. Das ist besser als dieses eingeschobene, dieser eingeschobene Nebensatz. Diese Einschübe nehmen halt immer Tempo raus. Deswegen versuche ich das meistens zu vermeiden weil wenn man das liest und du musst dann den Satz quasi unterbrechen und dann geht es weiter und dann geht der Satz und ja das ist nicht gut so finde ich es besser verschiedenste Gerüche überlagern einander und verleihen dem Ort sein typisches undefinierbares Aroma das ist aber wirklich ne also diese diese Unimensen also ich ist bei mir jetzt ja auch schon wieder ewig her aber ähm, ich kann mich noch dran erinnern ich fand das immer ich fand das immer sehr unangenehm diesen diesen diesen, diesen Essensgeruch aus quasi allem, was es da irgendwie gab, zusammengemerged als ein, weiß ich nicht, ein, ein Miasma, ja, um einen passenden Begriff zu verwenden, ein Miasma aus allen möglichen Gerüchen, das fand ich immer richtig eklig. Das war immer so, wow, da war ich immer, war immer froh, wenn ich an meinem Tisch saß und man hatte dann irgendwas zu essen, was dann diesen, diesen, diesen allgemeinen Geruch weggedrückt hat. Ja, ist schon lustig, ne? dass man sich an solche Sachen erinnert. Das ist schon echt abgefahren. Naja. So, die Mensa ist bis zum ersten gefüllt mit Menschen. Verschiedenste Gerüche überlagern einander und verleihen dem Ort sein typisches, undefinierbares Aroma. Vielleicht muss hier noch irgendwas rein mit es ist. Ach nee, hier steht es auch aus dem dumpf Gemurmel, okay. Mit Menschen. Stimmen gewürligt, vielleicht noch sowas wie, wie Stimmen gewürligt in der Luft oder so. Weil das sonst so ein bisschen wirkt, als würden die Gerüche von den ne, von den Menschen ausgehen, was ja nicht der Fall ist. Wenn Menschen Stimmen in der Luft, verschiedenste Gerüche überlagern einander und verleihen dem Ort sein typisches. Eigentlich verschiedenste ist ja wieder so ein Unwort eigentlich, ne? Ich weiß gar nicht, darf man das eigentlich verwenden? Weil es, es gibt ja, verschiedenste gibt es ja nicht. Das ist ja Quatsch. Im Duden? Steht tatsächlich im Duden? Ich bin ja, ich bin ja überrascht. Also es steht ja, letztlich steht ja alles im Duden. Weil verschieden, also entweder es ist verschieden oder es ist nicht verschieden. Es kann ja nicht verschiedener als verschieden sein. Deswegen ist verschiedenste, glaube ich, einfach... Ach so, ah, es steht auch gar nicht im Duden. Wie kommt der denn bitte von Verschiedenste auf Polyphag und Encoder? Was sind das denn für. Was sind das denn für Vorschläge-Duden? Das ist ja nicht so geil. Verschiedenste, das geht eigentlich nicht, ne? Was steht denn hier? Verschiedenste, als nicht richtig gilt. Hä? Es gibt kein Verschiedener, ja, nee, das ist schon klar. Ja, dann versuchen wir das mal anders zu formulieren. Ähm, eine Vielzahl von Gerüchen, so, so vielleicht so, ne? Eine Vielzahl von Gerüchen überlagert einander. Überlagern, ein Moment. Eine Vielzahl von Gerüchen … Nee, dann machen wir es anders. Eine Vielzahl von Gerüchen verleiht dem Ort sein typisches undefinierbares Aroma. Das ist besser, weil bei Vielzahl und Gerüchen ist es schwierig. Der Duden kommt drauf. Ach so. Ah, Karin. Hi. Du hast die gleiche Farbe wie Tanja heute im Chat. Ich war gerade verwirrt. Der Duden kommt drauf, weil verschiedenster in der Erklärung. Ach so. Ah, okay. Aber verschiedenster gibt es doch eigentlich nicht, oder? Noch verschiedener als verschieden. Ich meine, umgangssprachlich vielleicht, aber ich glaube nicht, dass das ein legales Wort ist. Eine Vielzahl von Gerüchen verleiht. Uhu. Eine Vielzahl von Gerüchen verleiht dem Ort sein typisches, undefinierbares Aroma. Karin hat sich einfach an angeschlichen und sich gar nicht offenbart, bis ich ihr dann eine Vorlage gegeben habe, wo sie dann was beitragen muss. <laughs> Auch keine schlechte Strategie, immer mal so einen kleinen, irgendwas droppen und mal hoffen, wer sich aus dem, wer sich aus dem Chat zuschaltet. Wenn man irgendwelche Sachen sagt, die nicht, die nicht stimmen oder so. Alles klar. So, wir sind hier gerade in Szene 8. Wir sind gerade in der Szene, wo sie in der Mensa sitzen. Und ich versuche das hier einigermaßen vernünftig durchzukorrigieren. So, wir lesen den Satz mal nochmal. Die Mensa ist bis zum Bersten gefüllt mit Menschen, Stimmen gewürdigt in der Luft, eine Vielzahl von Gerüchen verleiht dem Ort sein typisches, undefinierbares Aroma. Mein Blick schweift über die Szenerie aus dutzenden Tischen, die allesamt voll besetzt sind. Ich kann mir auch immer nicht merken, ob Dutzenden in diesem Fall großgeschrieben werden muss. Ich glaube nämlich ja. Oder nie. Weil es ja einfach nur eine, ein Zahlwort ist. Ich kann mir das nie merken, auch bei Tausende oder Tausend irgendwas. Ich kann mir nie merken, wann das groß und wann das klein geschrieben wird. Klar, wenn das Tausende oder Dutzende als alleiniges, als alleiniger Begriff steht, ne, da sind Menschen, es sind Dutzende, dann schreibt man es groß. Aber wahrscheinlich schreibt man es hier jetzt tatsächlich klein, weil es ja wirklich einfach nur eine, so wie drei Katzen, Dutzende Tische. Hm. Schauen wir mal. Aus dem dumpf grollenden Gemurmel schält sich von irgendwoher eine Stimme hervor, die meinen Namen ruft. Ich drehe den Kopf. Duden sagt eine große Anzahl, Dutzende oder Dutzende, was? Also beides. Ah, danke Duden. Danke für nichts. Aber hier ist es ja hier ist es ja konkret bezogen. Ist das die gleiche? Warte mal. Dutzende Menschen, Dutzende, ja. Also ich würde es jetzt hier instinktiv einfach klein lassen, weil wenn du schreibst drei Tische, schreibst du doch drei auch nicht groß. Hm. Merkwürdig. Ich würde es einfach klein lassen. Also gefällt mir einfach besser. Schauen wir mal. So aus dem dumpfgrollenden Gemurmel stellt sich von irgendwoher eine Stimme hervor, die meinen Namen ruft. Klein gefällt mir auch besser. Ja, ist ein bisschen Geschmackssache, glaube ich gerade. Ich drehe den Kopf und sehe Miri. M Miri mir von einem Tisch am Rand des großen Raumes zuwinken. Ah ja, so. Tut mir leid, dass ich spät dran bin, bringe ich entschuldigend hervor. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich gehe rechtzeitig aus dem Haus, aber irgendwie dauert draußen dann alles einfach länger als geplant. Halb so wild, wir haben auch gerade erst angefangen, entgegnet David und präsentiert mir einen mit der Gabel aufgespießten Streifen Hühnchenfleisch. Der Quinoa-Salat ist super. Ihm gegenüber sitzt Miri, die sich über eine Sportion, Spor -Sportion, Portion Spaghetti, so rum, Portion Spaghetti Bolognese hermacht. Ich hoffe, dass es, ich hoffe, dass es noch eine dritte Alternative gibt. Denn mir ist weder nach Salat noch nach Nudeln zumute. Bin gleich wieder da, sage ich zu den beiden, hänge den Mantel über den Stuhl und fördere aus der Tasche meine Mensakarte zutage. Knapp zwei Minuten später kehre ich zurück, nehme neben Miri Platz und deute auf den Muffin auf meinem Tablett. Kann man das hochziehen? Ergibt das Sinn? Hm, ich lasse es erstmal so. Äh, ah, bab. ähm... Moment, was habe ich denn da geschrieben? Ich nehme neben Miri Platz und deute auf den... Ach so, sie fragt, ob es die Muffins normalerweise nicht nur... Ah, so rum, ja, ja, ja. Deute auf den Muffin neben meinem Tablett. Gibt es die nicht sonst nur donnerstags? frage ich mit Blick auf das schokoladenüberzogene Küchlein. Dann greife ich nach der Gabel, um den ersten Biss von der Gemüsepfanne auf meine meinem... meinem... meinem Teller zu nehmen. Was meinst du? Heute ist doch Donnerstag. Miri wirft mir einen besorgten Blick zu. Ist mit dir alles in Ordnung? Fragezeichen. Wegen gestern, meine ich. Da kommt dann kein Fragezeichen hin. Das ist einfach nur die Erläuterung. Gestern? Was soll da gewesen sein? Ich kann mich an nichts erinnern. Du warst kreidebleich, als du aus dem Raum kamst. Sahst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen, wirft David ein. Ich habe dir noch hinterhergerufen, aber du bist davon gerannt, als wäre der. Teufel hinter dir her. Und ans Telefon bist du auch nicht gegangen. Boah, ja, das kann raus. Ich hatte damals nur überlegt, ob man die Andeutung der Halloween-Party oder sowas mit aufnimmt, aber eigentlich brauchen wir es nicht. Ne? Wenn man so ein bisschen aufmerksam liest, kriegt man mit: Aha, Halloween-Special. Das heißt, das muss um die Zeit sein. Das reicht, glaube ich. Weniger ist manchmal mehr. Ich muss hier, glaube ich, im Begriff schreiben, weil ich habe es oben auch im Begriff genannt. Aber im Begriff und im Begriff ist, glaube ich, auch wieder so ein Ding, was beides geht. Meine ich mal gelesen zu haben. Dann möchte ich wenigstens konsistent bleiben. War ich gerade noch im Begriff, die Gabel zum Mund, zum Mund zu führen, so stelle ich nun fest, dass meine Hand derart stark zittert, dass es mir kaum mehr möglich ist. Was ist los mit mir? Gleichzeitig überkommt mich ein Gefühl der Bedrohung. Auf einen Schlag ist mir kalt. Mein Nacken schmerzt und ein Schauer läuft mir über den Rücken. Binnen weniger Augenblicke schwillt das Unwohlsein zu Panik an, ohne dass ich sagen könnte warum. Ein Rauschen erfüllt meine Ohren, wird mit jeder Sekunde mehr und mehr zu einem Kreischen und lässt verstörende Bilder an meinem Kopf entstehen. Project Power. Was, was der, der Name sagt mir was, zum Worum geht's da gleich noch? Ist das nicht auch irgendwie Netflix oder sowas? Ich habe ein Project Power habe ich irgendwo gehört vor einer Weile. Ich kann nur gerade nicht zuordnen, worum es geht. Komischer Film, sagt er. Dabei läuft der Film erst seit. <laughs> also <die> 10 Minuten. <laughs> oder so. Okay, gut, wir waren erstmal bis hier gekommen. Ah, ja, hier. Ein Rauschen erfüllt meine Ohren, wird mit jeder Sekunde mehr und mehr zu einem Kreischen und lässt verstörende Bilder in meinem Kopf entstehen. Die nehmen Pillen, die denen Superkräfte geben. Ah, okay. I see. Das ist aber nicht dieser komische Film mit, mit, wie heißt sie hier, äh, äh, Wie heißt die, Melissa McCarthy, mit der Nee, wie hieß denn das? Nee, das war, das war, das war irgendwas, irgendwas, Force. Nee, das ist der nicht. Naja, kannst ja mal gucken, wie Kannst ja hinterher mal berichten, Sombro, wie der, wie der Film so war. Tausende Beine krabbeln, mein Gesicht in einem Spiegel. Das müsste man irgendwie anders beschreiben, ne? So dass dass das zitter das also sprich sie hat so flash, flashbacks oder flash forwards oder was auch immer von Insekten ähm vielleicht so ein bisschen so wie 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 ähm glänzende Insektenleiber sowas in diese Richtung so eine Mischung aus äh so eine Beschreibung von einer großen Masse von, von, von Marienkäfern, die man sieht, so als Flashback irgendwie so, ne? So eine, sowas wie eine wabernde Masse aus glänzenden Leibern. Sowas in diese Richtung. Eine wabernde Masse aus glänzenden Leibern. Insekten, Dinge. Das Gefühl... Hunderter... winziger Beine auf meiner Haut. Was muss Haut heißen? Ich hat's... Komm mein Gesicht in einem Spiegel. Gefühl ist auch noch klein. So, also, eine wabernde Masse aus glänzenden Leibern. Das Gefühl hunderter winziger Beine auf meiner Haut, mein Gesicht in einem Spiegel. Das ist, glaube ich, okay. Mein Atem geht schnell, das Herz schlägt wild in meiner Brust und ich bin kurz davor, aufzuspringen und davon zu rennen. Anja, geht es Ihnen gut? Höre ich eine gedämpfte Stimme, die gegen das Rauschen ankämpft. Sie waren gestern so schnell weg, dass ich keine Gelegenheit mehr hatte, mit Ihnen zu reden. Ich spüre eine Hand auf meiner linken Schulter und die Berührung reißt mich jäh zurück in die Wirklichkeit. Als wäre ich aus einem Traum erwacht, starre ich Miri an, auf deren Gesicht ein sorgenvoller Ausdruck liegt. Rechts hinter ihr sehe ich Professor Schlüter stehen, der ein Tablett in den Händen hält und mich erwartungsvoll anschaut. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung mit Ihnen, Anja, sagt Schlüter. Ach, ich habe Blizzard noch offen. Warte. Moment. So. Kriegen wir keine Login-Meldungen mehr? Äh, äh, derartige Experimente haben manchmal gewisse Nebenwirkungen. Bitte kommen Sie nach der Vorlesung zu mir, dann besprechen wir die Messergebnisse. Und Sie können mir helfen, ein paar Lücken in den Auf in der Aufzeichnung. Ein paar Lücken in der Aufzeichnung oder in den Aufzeichnungen. Ja, kann, glaube ich, so bleiben. Meine Zunge ist wie gelähmt. Es gelingt mir nicht, auch nur irgendein Wort hervorzubringen. So bleibt mir nichts anderes übrig, als wortlos zu nicken, bevor Professor Schlüter seinen Weg fortsetzt. Wirre Fragmente von Gedanken wirbeln in meinem Kopf umher. Nichts davon ergibt irgendeinen Sinn. Es kostet mich Anstrengung, überhaupt einige der Puzzleteile zusammenzusetzen. Ja, kann so bleiben, glaube ich. Hey, sag mal, wollen wir uns Samstag zum Lernen treffen? Ach so, Moment. Dann ergibt das oben aber keinen Sinn, ne? Dann ergibt das hier keinen Sinn, weil äh, ich ging ja ursprünglich davon aus, dass das Anjas Idee war, aber das ist es ja gar nicht, wie wir in der Szene gerade gesehen haben. Ähm... So, wir wollten doch gemeinsam für die Klausur lernen. Also, was ist nun? Kommst du? Dann muss ich das nur anpassen, ne? weil, sprich, äh, das ergibt dann natürlich keinen Sinn. Wenn David das vorschlägt, dann war das ja nicht ihre Idee. So, wir wollten doch gemeinsam für die Klausur lernen. Also, was ist nun? Kommst du? Ja, passt. Machen wir so. So, Moment. Zu weit, zu weit. Hier. Babbledibup. So, hi, hey, sagt mal. Wollen wir uns Samstag zum Lernen treffen? Unterbricht David meinen verzweifelten Versuch, für Ordnung in meinem Kopf zu sorgen? Ah, warte. Ah, wirbeln in meinem Verstand. Machen wir es dann hier mal, weil wir unten sonst gleich wieder Kopf haben. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel zu viel Kopf für den Moment. Hey, sag mal, blablub. Äh, die Klausur ist ja schon in zwei Wochen und Schlüter hat den Ruf, gern Leute durchfallen zu lassen. Da muss, glaube ich, ein Komma hin. Seine Worte lassen das instabile. Ah, hier kommt schon. Mh, ja, haben wir haben Verstand schon wieder. Verdammt. Ähm, seine Worte lassen das mühsam zusammengefügte Konstrukt aus Gedanken. Das kann eigentlich raus, weil wo sich das befindet, ist ja klar. bisschen zusammenzusetzen. Es kostet mich ein hohes Maß an Anstrengung, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Das ist besser. Ja, dieses, dieses überhaupt hat mich eben schon gestört, deswegen hing ich an dem Satz etwas äh, fest. Es kostet mich ein hohes Maß an Anstrengung, die Puzzleteile zusammenzusetzen. So, seine Worte lassen den mühsam zusammen. Das mühsam zusammengefügte Konstrukt aus Gedanken in sich zusammenfallen. Von einem Atemzug zum nächsten sind sämtliche Bilder und Worte wie weggefegt. Ja, das passt. So, jetzt kommt die relativ lange Szene, wo sie zu Hause ist, ne? Wo sie. Äh, ist das, schon die? das ist schon die, ne? Wo die aus dem Spiegel steigt, ne? Glaube ich? Nee, das ist. Ach doch, ja doch, doch. Das ist die, wo sie in der Badewanne liegt, genau. So, okay. Na dann los. Den ganzen Rückweg lang. Den ganzen Rückweg über. Den ganzen Rückweg über. Ginge, glaube ich, beides, ne? Ähm, den ganzen Rückweg über gehen, mir schlütt das Worte nicht aus dem Kopf. Ergibt irgendetwas davon einen Sinn. Warum kann ich mich nicht erinnern? An meiner Station steige ich aus dem Bus, betrete fünf Minuten später den kleinen Lebensmittelmarkt und packe wie in Trance die Einkäufe ein. Gut, dass ich mir notiert habe, was ich brauche, denn in meinem Kopf herrscht ein solches Chaos, dass ich kaum einen klaren Gedanken fassen kann. Das ist alles okay. Also, äh, sollte euch irgendwas, ne, irgendwelche logischen Ungereimtheiten oder so auffallen, dann bitte gerne sofort, <laughs> sofort einwerfen. So, daheim kümmere ich mich zunächst darum, dass Amy etwas zu fressen bekommt, da sie wie üblich sehr theatralisch den Eindruck zu vermitteln versucht, sie wäre vollkommen ausgehungert. Gewöhnlich rede ich mit ihr, wenn ich nach Hause komme, lasse sie teilhaben an dem, was ich erlebt habe, ob sie es hören mag oder nicht. Doch heute bin ich zu sehr in Gedanken versunken. Äh, Gedanken, Gedanken. Heute bin ich zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Mit mir selbst beschäftigt und bringe kaum ein Wort heraus. Amy scheint es nicht zu stören, sie macht sich über ihr Futter her. Ich packe die Einkäufe aus, verstaue sie im Kühlschrank und grüble unablässig darüber nach, ob vielleicht irgendwas mit mir nicht in Ordnung ist. Gedächtnisprobleme? Vielleicht schlafe ich zu wenig. Im Bad schalte ich das Licht an, husche am Spiegel vorbei und vermeide es, einen Blick hineinzuwerfen. Nach dem, was Schlüter über das seltsame Experiment erzählt hat, ist mir nicht wohl dabei. In der Hoffnung, dass ein heißes Bad. In der Hoffnung, mit einem. Mit einem heißen Bad nicht nur meinen Körper, sondern auch meine Sinne entspannen zu können lasse ich Wasser einlaufen, während Amy sich zu mir gesellt und unter meine Beine streicht. Ich hocke mich neben meine Mitbewohnerin und kraule ihr Fell, während meine wieder schon wieder Gedanken. Was ist es denn heute hier mit Gedanken? Das ist ja furchtbar. Ähm, aber das letzte Mal Gedanken war hier, ne? Während mein Denken oder Unablässig darum, oder während ich unablässig versuche, mich daran zu erinnern, vielleicht so in diese Richtung, während ich unablässig versuche, die Erinnerung an gestern... Äh hervorzuholen herauszukramen hm. Hm, 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 hm warte ich hocke mich neben meine Mitbewohnerin Karla während ich unablässig versuche die meine Erinnerung auf die Sprünge zu helfen obwohl, das ist ja Quatsch, weil das könnte sie ja nur, wenn ihr dabei wirklich jemand hilft oder so. Äh, während ich unablässig versuche, äh, mir wieder ins Gedächtnis zu rufen, was. Ja, das mit dem Erinnern, ja, das hatte ich nur hier oben. Hier oben sagt sie schon, warum kann ich mich nicht erinnern? Deswegen wollte ich jetzt hier was anderes. Was anderes schreiben. So, warte. Während ich unablässig versuche, mir wieder ins Gedächtnis zu rufen, was gestern geschehen ist. Dann kann man das hier rausnehmen. Ja, ich glaube, das ist das, was Texte überarbeiten so anstrengend macht, weil du eigentlich immer die Passagen und eigentlich auch alles, was davor und dahinter kommt, immer so halbwegs präsent haben musst, damit einem auffällt, ah, jetzt habe ich schon wieder dieses Wort verwendet und damit das irgendwie halbwegs äh, glatt läuft. Wobei Scrivener lustige Funktionen hat. Wo ist denn das? Äh, äh, nee, das ist es nicht. Das hier war das das sprachlicher Schwerpunkt hier kannst du dir Sachen markieren lassen das ist nicht so weitreichend wie in äh, wie in Papyrus Autor aber man kann halt sagen hier Pronomen oder Verben Adjektive und solche Sachen das ist natürlich nur so ein grober ne, so ein grobes äh, grobes Blick äh, grobes Ding und dann sieht man zum Beispiel hier, ah, das Wirre, das Wirre kann eigentlich raus, weil wenn es Fragmente sind, sind sie sowieso Wirre. Na, aber was ist denn Ausblende? Was, was heißt denn das? Diese Funktion macht nichts. Oder doch? Ach so, das ist das Fade, das Fade In oder Fade Out. Es wird nur nicht in Echtzeit gemacht, sondern so. Ja, das ist, das ist grundsätzlich gar nicht schlecht, um so ein bisschen... Ähm, Ne, um so ein bisschen äh, zu, zu kriegen, hier zum Beispiel, ne, wo gerade noch derart stark kaum mehr, da gehe ich dann im nächsten Mal noch, beim nächsten Mal nochmal drüber und bügel da nochmal so ein paar Sachen aus. Aber auf der Ebene kann ich das jetzt nicht, wenn wir noch am Inhaltlichen, am Inhaltlichen überarbeiten sind, das ist vielleicht ein bisschen viel. Oder hier, ne, Präpositionen, damit man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie häufig man oder Konjunktionen, so Sachen wie weil. Und das und diese ganzen lustigen Sachen. Also, das ist schon ganz nett, dass man da so eine, so eine Sachen hat. Das kann Papyrus Autor ja noch deutlich besser. Die haben ja richtig so diese Stilprüfung und Dudenkorrekte und sowas mit drin. Aber ich finde, für mich reicht eigentlich das in Scrivener ganz gut aus. So, weil stilistisch finde ich, bin ich, glaube ich, ganz gut. Und wenn man dann noch so ein paar Korrekturelemente hat, dass man ein bisschen aufpasst, dass man nicht kein Adjektiv-Spam drin hat oder so. Ich glaube, das hilft einem dann schon. Und man darf ja auch immer nicht vergessen, als Autor bist du ja nicht automatisch Lektor. Das ist ja Quatsch. Das sollst du ja auch gar nicht sein. Weil wenn du glaube ich zu technisch an den Text rangehst, dann leidet halt die die Dynamik oder die Dramatik so ein bisschen. Ne? Das ist ja dann Aufgabe der Lektoren, dass man dann sagt, okay, wir wollen das Momentum im Text erhalten, aber wir biegen den so ein bisschen um, damit das alles ein bisschen sauberer ist oder so. Aber ja, so ein bisschen überarbeiten, das schadet nicht. So, Fragmente von Gedanken. Achso, jetzt hat er mich wieder dahin. Jetzt hat er mich wieder dahin geschossen. So, babababab. Leider kann man diese, warte mal, kann man diese, kann man das in dem Schreibmodus verwenden? Warte mal. Oh, das ist cool. Das ist nett, dass man das in diesem Modus kann. Das finde ich gut. Da kann man nämlich dann gezielt... Ne, gezielt die Sachen durchgehen, wenn du halt hier direkte Rede hast in Szenen, damit man eine gute Gewichtung her hinkriegt zwischen direkter oder indirekter Rede oder solche Sachen. Das ist cool, ja. Ah, 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 machen wir dann demnächst. So, Dinge und Sachen. Äh, wo waren wir? Wir waren hier. Ein Knirschen lässt mich aufschrecken. Das Geräusch klingt nah so als käme es das so kann eigentlich raus ne klingt nah als käme es aus dem Wohnzimmer Amy scheint es ebenfalls gehört zu haben denn sie schießt mit einem Satz davon ah schießt und schießt ne hier haben wir wieder so ein Klassiker äh, was könnte man denn noch nehmen die Katze sprintet davon jagt davon sie explodiert aber wir können das auch anders lösen, indem wir halt hier sagen, Adrenalin flutet durch meinen Körper. Und schon haben wir das Problem gelöst. Von einem Augenblick zum anderen flutet Adrenalin durch meinen Körper. Der Gedanke an ein entspannendes Bad wird je hinweggefegt und von einem unguten Gefühl der Bedrohung ersetzt. Dass ein Gefühl der Bedrohung ungut ist, ist eigentlich klar. Ne? Ist ein bisschen doppelt gemoppelt, deswegen habe ich das mal rausgenommen. Ich weiß nicht wo, aber dieses Geräusch, als würde Glas reißen. Dieses Geräusch von reißendem oder diesen, dieses Geräusch von reißendem Glas, weil ich oben hier schon ein Als hatte, deswegen wollte ich hier nicht nochmal eine. Eine Als-Geschichte. Als ist ja so eine meiner Erz-Nemesis als, als, Wort, als Wort. Deswegen versuche ich, möglichst wenig mit Als zu arbeiten. Manchmal geht es aber nicht anders. Ich weiß nicht wo, aber dieses Geräusch von reißendem Glas, ich habe es schon mal einmal gehört. Das könnte man auch einfacher schreiben, ne? ich weiß nicht wo aber ich habe dieses geräusch von reißendem glas zuvor schon einmal gehört und schon haben wir uns wieder eine verschachtelte satzkonstruktion gespart vorsichtig trete ich auf den dunklen flur und betätige den lichtschalter es klickt doch mehr als das passiert nicht verdammt noch mal was ist denn nun wieder los das Knirschen ertönt erneut, diesmal begleitet von einem langgezogenen Knacken, das mir buchstäblich durch Mark und Bein geht, während eine Gänsehaut meinen Körper überzieht. In irgendeinem Winkel meines Verstandes blitzt eine Erinnerung auf, ich auf dem Boden sitzend, mein eigenes Spiegelbild betrachtend. Einige Sekunden später verstummen die Geräusche. Moment, die Geräusche? Ach so, ja, ein Knirschen und ein Knacken. Und ich wage es endlich, ein paar Schritte zu gehen, um einen Blick ins Wohnzimmer zu werfen. Vielleicht ist es nur die Balkontür. Habe ich sie angelehnt gelassen? Möglich. So. Mit der linken versuche ich, den Lichtschalter zu ertasten, finde ihn und drücke darauf. Nichts passiert. Mist. Darauf bedacht, so leise, so leise zu sein wie darauf bedacht so leise zu sein wie möglich darauf bedacht so leise wie möglich zu sein Mir gefällt die letzte Variante besser so leise wie möglich zu sein es ist also zu le so leise wie möglich zu sein so leise zu sein wie möglich. ja ich finde das angenehmer. Aber das ist sicherlich Geschmackssache. Setze ich behutsam einen Fuß vor den anderen. Das Holz fühlt sich kühl an und erst jetzt wird mir bewusst, dass ich barfuß bin. In Erwartung eines heißen Bades hatte ich mich bereits meiner Schuhe und Socken entledigt. Mit jedem Schritt nimmt das Unwohlsein in mir zu. Aus irgendeinem Grund befürchte ich bei a jedem befürchte ich beim Aufsitzen meiner Fußsohlen auf Glassplitter zu treten. Das einen kann raus. Irgendwann stehe ich vor der Balkontür und betrachte mein Spielebild. Die Geräusche sind bisher nicht wiedergekehrt und schon denke ich, dass es irgendetwas von draußen gewesen sein muss, als mein Abbild unvermittelt einen Schritt auf mich zumacht. Mir stockt der Atem und ich blinzle mehrfach, um sicherzugehen, dass mir meine Augen keinen keinen Streich spielen. Das Wohnzimmer ist nur vom schwachen Lichtschein aus dem Bad spärlich erhellt. Sicher habe ich mir das nur eingebildet. Ah, nur und nur. Lediglich vom Das spärlich kann eigentlich raus, weil wenn es aus dem Bad ein schwacher Lichtschein ist, dann ist eigentlich klar, dass die Behellung eher oder Erhellung eher spärlich ist. Das kann doch auch gar nicht. Ellipse. Das sieht immer komisch aus, ne? Aber ich glaube, das ist korrekt. Ne? Wenn du einen Satz mit einer, mit einer Ellipse beendest, danach kommt ja kein Punkt. Aber an der Stelle können wir es aber auch so machen. Dass sie sagt, das kann doch auch gar nicht sein. Zack, bam. Und dann ne, passieren Dinge. Erneut setzt mein Spiegelbild einen Fuß vor den anderen und steht nun unmittelbar vor der Schwelle der Balkontür auf der anderen Seite. Ich bin indes wie angewurzelt und kann nicht glauben, was hier gerade passiert. Das muss irgendeine optische. Ah, so ist am Start. Internet auf deutschen Autobahnen. Muhahaha. Ja, I see. <laughs> Es gibt Orte, wo das Internet noch schlechter ist als im ICE und das ist wahrscheinlich auf den Autobahnen. Das ist, äh, das ist wohl wahr. Aber schön, dass du wieder am Start bist, wenn du jetzt irgendwo wieder zu Hause oder angekommen bist. Wir sind gerade beim Überarbeiten, wir sind jetzt in Szene neun, würde ich, würde ich behaupten. Die Szene, wo sie nach dem Treffen mit Lüter nach Hause kommt und das erste Mal mit ihrem Spiegelbild. Ähm, konfrontiert wird sozusagen. So, das kann doch auch gar nicht sein. Erneut setzt mein Spiegelbild einen Fuß vor den anderen. Warte mal, das, da müsste man eigentlich einen Break machen, oder? Ja, vielleicht so in die Richtung. Von Berlin wieder in Leipzig gelandet. Ja, auch, auch, auch eine gute Wahl. <laughs> Ach, du warst in Berlin? Ah ja, beruflich, privat oder einfach nur so. Zum Party machen. Naja, ich hatte ja, letzt, wir hatten, ich hatte ja letztes Mal schon eine Überarbeitungssession, da war ich aber nicht so fürchterlich inspiriert. Da sind wir nur bis Szene 5, glaube ich, gekommen. Ich glaube, 6, 7 hatten wir. Ist das Szene 8 oder 9? Verdammt. Ich weiß es nicht. Mal kurz gucken, was die nächste ist. Die nächste ist 10, also ist das schon Szene 9? Die waren aber auch relativ kurz, die, äh, die anderen. Aber wir müssen ja irgendwie mal zu Potte kommen, ne? Ah, beim Umzug geholfen. Sehr gut. Ich hasse ja Umziehen. Also ich bin ja echt so ein Mensch. Ich finde ja Umziehen immer unglaublich nervtötend. Das, das macht mir gar keinen Spaß. Es lässt sich halt manchmal nicht vermeiden, aber gibt ja so Leute, die gefühlt jedes halbe Jahr irgendwie umziehen und da immer voll motiviert und voll Bock drauf haben. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. <laughs> umziehen finde ich immer ganz, ganz, ganz merkwürdig dieses, dieses sich dann neu wieder einrichten und einleben zu müssen und ah, das will ich nicht. So, warte. Sicher habe ich mir das noch eingemacht. Erneut setzt mein Spiegelbild einen Fuß vor den anderen und steht nun unmittelbar Warte mal, was, wie hatte ich das beschrieben? Macht einen Schritt auf mich zu, ja. Ein äh, einen Fuß vor den anderen und steht nun unmittelbar vor der Schwelle der Balkontür auf der anderen Seite. Das Glases. Warte mal, steht nun unmittelbar vor der Schwelle der Balkontür auf der anderen Seite des Glases, müsste man sagen, oder? Weil auf der auf der anderen Seite, wovon? Ich glaube, des Glases ergibt dann mehr. Das beschreibt noch mal ein bisschen besser, wie das aussieht, glaube ich. Das Einleben ist das Schöne, aber das Schleppen der Kisten nicht. <laughs> ja, ich finde es ich immer so ein bisschen dieses, bis du dann angekommen bist. Diese Phase finde ich immer, also so, so dich eingelebt hast. Diese Phase finde ich, ich finde die nicht angenehm. Ich finde die immer merkwürdig und das dauert ja dann je nach wie man, wie man so drauf ist dauert das ja eine Weile, bis man in der neuen Wohnung dann wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt nicht mehr meine neue Wohnung, sondern das ist jetzt mein mein Heim. So, aber das ist wahrscheinlich unterschiedlich, je nachdem, ob man das möchte, ob man öfter mal neue Sachen halt ausprobieren will oder wie man so drauf ist. Da vielleicht gibt es Leute, die das cool finden, die das dann nervt, wenn sie zu lange am gleichen Ort waren und die dann raus wollen oder so. Das Mag ja auch sein. Ich bin indes wie angewurzelt und kann nicht glauben, was hier gerade passiert. Das muss irgendeine optische Täuschung sein oder eine Halluzination. Vielleicht stimmt etwas mit meinen Augen nicht. Ich sollte wirklich zum Arzt gehen. Warte mal, das mit dem. Vielleicht stimmt was mit meinen Augen nicht. Machen wir mal hier oben nicht vielleicht, sondern möglicherweise. Sonst haben wir nämlich zwei recht ähnliche, recht ähnliche Formulierungen. Ich sollte wirklich zum Arzt gehen. So, jetzt haben wir zwei Sätze, die mit "ich" anfangen, die direkt aufeinander folgen. Das ist auch nicht schön. Dann machen wir es anders. Von der Überzeugung erfüllt. Ähm, wende oder warte mal, wende ich den Blick ab und will, wende ich den Blick ab und will das Wohnzimmer verlassen. Und dann kommt jetzt, urplötzlich erstarr ich. War die Situation zuvor bereits beängstigend, so durchfährt mich nun ein Schrecken, den ich bis dato nicht kannte. Im Rahmen der Wohnzimmertür, durch die ich wenige Augenblicke zuvor getreten bin, weil es ist noch die gleiche zeitliche Sequenz, glaube ich, bin, wäre hier glaube ich sinnvoller, hat eine monströs große Spinne Platz genommen, eine Kreatur wie aus einem dieser alten Horrorschinken aus den 50ern. Ihr massiger Körper versperrt den Durchgang, messerscharf aussehende Klauen an den Enden der haarigen Beine haben sich in das Holz habe ich denn da geschrieben, Holz, in das Holz gegraben und halten das Monstrum in Position. Das Entsetzen schnürt mir die Kehle zu und ich taumle rückwärts in Richtung der Balkontür. Heiß spüre ich das Blut durch meine Adern rauschen, während mein Herzschlag selbst mein hektisches, At At Men. mein hektisches Atmen übertönt. So muss es. Zum Glück verbleibt das Untier an Ort und Stelle. Scheint zumindest im Augenblick nicht daran interessiert. Es scheint seine armdecken Beißwerkzeuge in mein Fleisch zu graben. Aussehen. Ja. Ist eigentlich okay so. Kann man im Grunde so lassen. Unmittelbar hinter mir ertönt erneut das Knirschen. Und noch bevor ich mich instinktiv herumdrehen kann, schwillt es zu einem schrillen Kreischen an, das wie glühende Nadeln in meinem Kopf sticht. Zu einem schrillen... Kreischen, Dröhnen, Zirpen. Mir fällt nichts Besseres ein als Kreischen. Mein Blick fällt auf mein Spiegelbild und auf einen Schlag ist das achtbeinige Scheusal vergessen. Ich sehe eine Hand aus der Scheibe ragen, mir entgegengestreckt, kurz bevor ein Fuß folgt. Nee, ein Fuß folgt kurz danach. So rum. Ein Fuß folgt kurz danach. Keinen Atemzug später steigt eine Person aus der Scheibe, deren Silhouette sich gegen das schwache Leuchten der schlafenden Stadt abzeichnet. Mit ihr schwappt etwas durch die gläserne Barriere ins Wohnzimmer, verteilt sich auf dem Boden und umspült meine nackten Füße. Im ersten Augenblick halte ich es für Regenwasser, doch dann sehe ich, was es wirklich ist. Statt von einer Flüssigkeit ist der Bereich vor der Balkontür mit tausenden kleinen Körpern bedeckt. Und selbst im Halbdunkel erkenne ich, dass es Marienkäfer sind. Aus irgendeinem Grund weiß ich, dass sie alle tot sind. <laughs> ich hebe den Blick, will der Gestalt mir gegenüber ins Gesicht sehen und ihr entgegenschreien, dass sie mich in Ruhe lassen soll. Doch meine Kehle ist noch... Doch meine Kehle ist... Wie zugeschnürt. Und so ist das eins. Da sind wir wieder bei meinem Lieblingsfach, Substantivierung. Muss einziger groß geschrieben werden? Vermutlich ja. Oder nicht, weil es das Keuchen beschreibt? Ah, ein Teufelskreis. Mein Gegenüber macht indes langsame Schritte auf mich zu. Jedes Aufsetzen ihrer Füße muss es wahrscheinlich heißen, ne? Sie hat ja nicht nur einen Fuß. Vermutlich. So. Jetzt Plot-Twist. Dies Pirat hat ein Holzbein. Jedes Aufsetzen ihrer Füße wird von einem widerlichen, schmatzenden Geräusch begleitet, das von dem, das von den zermalmten Körpern, unter der Käfer herrührt. Ich verharre an Ort und Stelle, da ich schlicht nicht weiß, wohin ich mich bewegen soll. Unmittelbar hinter mir kauert das haarige Biest in der Tür. Vor mir steht eine schattenhafte Gestalt, deren Umrisse ziemlich genau den meinen entsprechen. Sie steht da ja nicht, sie kommt ja auf mich. Wie so, schreibt man das am sinnvollsten? Kautes Biest in der Tür. Von vorn nähert sich mir eine schattenhafte Gestalt. Vielleicht irgendwie sowas. Von vorn nähert sich mir eine schattenhafte Gestalt, deren Umrisse ziemlich genau den meinen entsprechen. Das Schmatzen verstummt, als die Frau stehen bleibt, kaum einen Meter von mir entfernt. Sie sagt irgendetwas, aber ich verstehe die Worte nicht. Sie kommen mir vage bekannt vor, als stammten sie aus einer Sprache. Ah, hier haben wir auch wieder zwei Als-Konstruktionen. Dann machen wir das anders. Die Frau. Frau, Die Frau bleibt stehen. Und das Schmatzen. Verstummt. Die Frau bleibt stehen und das Schmerzen verstummt. Dann lassen wir das mit dem Meter weg. Sie sagt irgendetwas, aber ich verstehe die Worte nicht. Äh, äh, ich verstehe die Worte nicht. Dass äh, Verstehe die Worte nicht, ob. Obwohl. Mir diese seltsame Sprache. vage bekannt vorkommt. Vielleicht so in diese Richtung. Obwohl mir die. ...seltsame Sprache vage bekannt vorkommt. Äh, jetzt müssen wir den nächsten Satz noch irgendwie anpassen, ne? Sie sagt irgendwas. Ähm, obwohl mir die seltsame Sprache... Warte mal, sie sagt irgendwas, aber ich verstehe die Worte nicht. Oh, machen wir es andersrum. So, obwohl mir die seltsame Sprache... Vage bekannt vorkommt, so bleibt doch alles ein Kauderwelsch, das keinen Sinn ergibt. Kauderwelsch ist sächlich, oder? Das Kauderwelsch oder der Kauderwelsch? würde sagen, das. Aber gucken wir mal lieber. Was sagt denn The Duden dazu? Kauderwelsch das. Nehmen wir. So. Obwohl mir die seltsame Sprache vage bekannt vorkommt, so bleibt doch alles ein Kauderwelsch, das keinen Sinn ergibt. Ich höre zu, doch weder kann ich etwas erwidern, noch wüsste ich, was ich antworten soll. Äh, das ergibt der Satz ergibt. Nicht wirklich Sinn, ne? Der kann raus. Das ist eigentlich Quatsch, weil wenn sie es nicht versteht, naja, dann kann sie auch nichts erwidern, das ist ja klar. Plötzlich schnellt ihre Hand. Da muss ich vielleicht doch die Distanz noch kurz an, äh, annähern. sich mir die schattenhafte Gestalt. Vielleicht machen wir es so. Ähm, knapp einen Meter. Also, ich meine, so ein Meter ist nicht viel. Ne, das ist so wirklich ein ausgestreckter, ein ausgestreckter Arm. So, das ist wirklich sehr nah dran. Kaum einen Meter vor mir bleibt die Frau stehen. Dann haben wir jetzt nämlich diese räumliche, ähm, den räumlichen Kontext sozusagen. Ne? Kaum einen Meter vor mir bleibt die Frau stehen und das Schmatzen verstummt. Sie sagt irgendwas, bababab. Plötzlich schnellt ihre Hand hervor, packt mich am Hals und zieht mich mit übermenschlicher Kraft näher an ihr Gesicht. Weiterhin spricht sie in dieser unverständlichen. unverständlichen Sprache mit mir. Und Sekunde zu Sekunde nimmt die Wut in ihrer Stimme dabei zu. Das Ertönen der... Vielleicht machen wir hier noch einen... noch einen... Ihr äh ja. Griff schnürt mir die Luft ab. Vielleicht, nur, um es noch ein, äh, ein Pünktchen dramatischer zu machen, so in diese Richtung. Selbst wenn ich. So nach dem Motto, selbst wenn ich wüsste, was ich zu ihr sagen soll, ich könnte es nicht. Das war so ein bisschen die Idee. Nee, wir machen es anders. Das mit dem ihr Griff schnürt mir die Luft ab, machen wir hier oben. Packt mich am Hals und zieht mich mit, mit übermenschlicher Kraft näher an ihr Gesicht. Ihr. Uh, sowas wie, wie, wie gnadenlos un... Verdammt, wie heißt denn das, wenn du jemanden packst und so ganz. Un... Ah, mir fällt das Wort nicht ein. Unerbittlich passt, glaube ich, ne? Aber unerbittlich. Ja, naja, ja. Es passt aber nicht so perfekt. Dann machen wir es einfach so. Ihr Griff schnürt mir die Luft ab. Und ich befürchte jeden Moment ohnmächtig zu werden. Warte mal, wenn du so... Kannst, ja, du kannst Leute daran hindern zu atmen. Das ist aber eigentlich ja nicht das, warum du normalerweise ohnmächtig wirst, weil normalerweise wirst du ja ohnmächtig, weil dir die Blutzufuhr abgeschnürt wird. Ja, aber ich glaube, in dem Kontext ist das, in dem Kontext ist das okay. okay. Ihr Griff schnitt mir die Luft ab und ich befürchte, ich hätte nur gerne noch ein Adjektiv für diesen Griff, ihr sowas wie unerbittlich oder, oder so übermenschlich stark, also halt, weißt du, sowas in diese Richtung so. Aber übermenschlich haben wir schon. Aber übermenschlich ist eigentlich auch Quatsch, ne? Weil sie muss ja nicht übermenschlich stark sein, um sie ranzuziehen. Packt mich am Hals und... Warte mal, plötzlich schnell ihre Hand davor. Packt mich am Hals. Und zieht mich mit <laughs> energisch. Ja, energisch trifft nicht das, das Böse. Sie zieht mich energisch näher. Ja, das. Das na, ist nicht das, was ich, was ich haben will. Warte mal. Dann noch meine Finger mal so. Also. Ich hoffe, schnell die Luft ab und ich befürchte, ihn nur mit ohnmächtig zu werden. Plötzlich schnellt ihre Hand hervor, packt mich am Hals und schonungslos. Ja, so die Richtung ist schon richtig. Mir fällt nur leider auch nichts Besseres ein. Ah, zieht mich mit übermenschlicher kraft enormer kraft ich glaube enormer kraft ist besser weil woher weiß sie denn dass das übermenschlich stark ist aber ich meine andererseits jemanden am hals zu packen und den dann zu dir hinzuziehen das ist schon nicht so einfach da musst du denjenigen schon echt im, im schraubstock haben zieht mich mit enormer Kraft näher an ihr Gesicht. Ihr Griff schnappt mir Luft ab. Ich ja. wow, das ist eigentlich okay. Das kann man im Grunde so lassen. Das ertönen der Türklingel lässt mich aufschrecken. Verwirrt betrachte ich mein Handgelenk und fühle den Druck meiner Finger an meinem Hals. Dann schaue ich zum Wasserhahn, der nach wie vor läuft. Erneut klingelt es, eine Stimme ist von draußen zu hören. Oh shit, ich habe eine Überschwemmung verursacht. Zum Glück ist noch nichts auf den Flur gelaufen. Moment, rufe ich, bin gleich da. Ich drehe den Wasserhahn zu, steige aus der Wanne und stehe mit den Füßen im einige Zentimeter hohen Wasser. Das gerade dabei ist, sich auf meinen... Dann machen wir das hier anders. Dann machen wir das nämlich so. Dann wird hier oben vom Flur noch gar nichts gesagt und dann können wir das hier unten andeuten. Äh, das gerade dabei ist, sich auf meinen... sich auf den Flur zu ergießen. In den. In den Flur. Das ist, glaube ich, sinnvoller, ne? Rasch schlinge ich ein Handtuch um meinen Körper, trete auf den, äh, trete. Ah, ah. Schon wieder Flur. Doppelt Flur. Trete hinaus vielleicht oder so. Trete aus dem Bad. Trete aus dem Bad. Aus dem Badezimmer. Das passt, glaube ich, ne? Äh, tritt aus dem Badezimmer und öffne die Tür. Ja, so. Was machst du denn hier, frage ich Miri, auf deren Gesicht der Ausdruck tiefer Besorgnis Auf deren Gesicht der Ausdruck tiefer Besorgnis einem erleichterten Lächeln weicht. Ich habe mir Sorgen gemacht, Herr ja, sie. Du warst heute so komisch und gehst immer noch nicht in dein Telefon. Ich hatte Angst, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Komm rein, sage ich. Falls es dir nichts ausmacht, würde ich mich freuen, wenn du heute Nacht hier bleibst. Irgendwas Seltsames geht mit mir vor und ich bin froh über etwas Gesellschaft. Das ist eigentlich okay. So. Jetzt kommt die Szene mit Schlüter. Herein. Herein ist ja eine Aufforderung. Also eigentlich müsste das so. So geschrieben werden. Ich zögere einen Augenblick lang, bevor ich die Klinke herunterdrücke. Es kostet mich einiges an Überwindung, trotz der in mir anschwellenden Nervosität einzutreten. Was wird Schlüter mir erzählen? Ich kann mich an nichts erinnern. Ah ja, ah Anja, sehr gut. Schön, dass Sie da sind. Schlüter erhebt sich hinter seinem Schreibtisch und kommt mir einige Schritte entgegen er deutet auf einen sessel. nehmen sie bitte platz. ich setze mich, ich stelle die tasche zwischen meinen füßen vor mir auf den boden, den mantel lege ich über eine der armlehnen. kann ich ihnen etwas zu trinken anbieten? fragt Twitter. tee, wasser, kaffee? ein wasser, vielleicht, vielen dank. kommt sofort. er verschwindet in einem nebenzimmer und kehrt wenige augenblicke später mit einem tablett zurück, auf dem eine flasche wasser und zwei gläser stehen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit für eine Nachbesprechung nehmen. Schlüter schenkt uns Wasser ein. Ich möchte auch wirklich nicht mehr von Ihrer Zeit beanspruchen als nötig. Daher schlage ich vor, ich zeige Ihnen direkt die Aufzeichnung. Das ist umgangssprachlich. Ne? Daher schlage ich vor, ich zeige Ihnen direkt die Aufzeichnung. Klingt ein bisschen ungelenk, aber ich glaube, für, für wörtliche Rede ist es fein. Eigentlich würde man sagen, daher schlage ich Ihnen vor, dass ich Ihnen direkt die Aufzeichnung zeige. Aber das lassen wir hier vielleicht mal raus. Er wirft mir einen fragenden Blick zu. Ich nicke, greife nach meinem Glas und nehme einen Schluck. Schlüter tritt an ein Regal und nimmt ein Tablet aus einem... Hier oben hatten wir Tablet und... Vielleicht machen wir das anders. Und kehrt wenige Augenblicke später mit, äh, mit einer... Mit einer Flasche Wasser und zwei Gläsern zurück. Das ist ohnehin die Frage, ob er ein Tablett da hat. So, okay, dann haben wir nämlich jetzt nicht das nicht dieses Missverständnisproblem zwischen Tablett und Tablet, was man beim Lesen vielleicht irgendwie durcheinander durcheinander würfelt. So blablub, bla, wo waren wir hier? Schlüter tritt dann ein Regal und nimmt ein Tablet. Jetzt wollte ich selber schon Tablet sagen, er nimmt ein Tablet aus einem der Schubfächer. Er nimmt im Sessel mir gegenüber Platz, dreht mir den Bildschirm zu und startet die Wiedergabe eines Films. Nee, das muss andersrum sein. Er startet die Wiedergabe eines Films und dreht mir den Bildschirm zu. Weil wenn er ihr den Bildschirm zudreht, dann müsste er sich ja selber irgendwie verbiegen, um die Wiedergabe zu starten. Das ergibt wenig Sinn. Startet die Wiedergabe eines Films und dreht mir den Bildschirm zu. Muss ja alles auch in sich irgendwie konsistent sein. So, hier sehen Sie das Material, was von den Kameras, den Mikrofonen und den Biosensoren aufgezeichnet wurde. In der linken oberen Ecke schaut mir mein eigenes Gesicht entgegen. Zwei der anderen, Titel, nee, zwei der anderen Teilbilder zeigen den Versuchsraum und den großen Spiegel darin. Aus verschiedenen Perspektiven. Das letzte Viertel ist mit der Ansicht diverser medizinischer Daten gefüllt. Ich sehe das typische Zucken eines Grafen bei jedem meiner Herzschläge. Gleichzeitig werden Dutzende andere Arten von Messwerten angezeigt. Jetzt erst fällt mir auf, dass sowohl in meinen Schläfen als auch meinen Händen und Oberarmen Elektroden befestigt sind. Schon verrückt, dass ich mich nicht einmal daran erinnere. Okay, mal kurz durchgehen, ob das in sich konsistent ist. Eigentlich kann man das hochziehen, weil das ist ja eine wörtliche Rede, die er direkt führt. Okay. Sie waren die Einzige, bei der es eine Störung während der Aufnahme gab. Schlüter springt zu einer Sequenz kurz vor dem Ende des Films. Hier, ab Minute 19 beginnen. Nein, dann machen wir es anders. Bei der es Probleme während der Aufnahme gab. Hier beginnen die Störungen. Einige Sekunden lang sind sie so stark, dass man weder etwas sehen noch hören kann. Selbst die Sensoren spielen verrückt. Er wirft mir einen Blick zu, der mir einen Schauer über den Rücken jagt. Achten Sie auf die Biowerte, wenn die Aufzeichnung wieder einsetzt. Okay. Angespannt und von einem diffusen Gefühl der Furcht erfüllt, starre ich. Diffuses Gefühl der Furcht? Das erinnert mich an äh, Warcraft 3 wo die Dryade den spruch hatte fürchte den furchtbaren fluch des finsterwaldfuchses wo auch ganz viele f's drin vorkamen so war der man vor allem diffus diffusen gefühl der furcht erfüllt das, ist ein, das sind viele f's ne das ist vielleicht irgendwie das ist vielleicht ein bisschen viel das liest sich glaube ich komisch wenn man das im text im text hat von einem unbestimmten Gefühl der Furcht erfüllt, angespannt und von... was kann man denn für erfüllt noch nehmen? Ergriffen? Von einem unbestimmten Gefühl der Furcht ergriffen? Starre ich auf den Bildschirm. Mein Blick zwingt. Springt zwischen meinem Gesicht und der Ansicht des Raumes hin und her, in der ich mich selbst vor dem Spiegel sitzen sehe. Einige Sekunden lang geschieht gar nichts, dann weiten sich meine Augen. Während die ersten Bildstörungen es erscheinen lassen, als würde sich im Spiegelbild irgendetwas bewegen. Im gleichen Maße, wie die Biodaten in der Aufzeichnung ein zunehmendes Stresslevels darstellen, umfängt auch mich mit einem Mal ein Gefühl der Beklemmung. Aber dann, vielleicht machen wir das. Warte mal. Nee, ich, ich würde sagen, ich lasse das, lass das hier raus. Sonst ist das zu doppelt gemoppelt, weil man hat hier oben irgendwie dieses mit, ja, sie hat schon so einen kalten Schauer über den Rücken. Und dann kommt jetzt dieses beklemmende Gefühl dazu. Sonst ist das, glaube ich, too much. Dann lassen wir das oben raus. Das ist, glaube ich, glaub ich, knackiger dann. So. Im gleichen Maße wie die Biodaten. In der Aufzeichnung ein zunehmendes Stresslevels darstellen, umfängt auch mich mit einem Mal ein Gefühl der Beklemmung. Mein Atem geht schnell, mir wird abwechselnd heiß und kalt, und obwohl ich mich nach wie vor an nichts Konkretes zu erinnern vermag, so weiß ich doch, dass gleich etwas geschehen wird. Ich bin nicht sicher, ob, sich in der Aufzeichnung, ob es sich in der Aufzeichnung oder nur in meinem Kopf abspielt, aber von irgendwoher erklingt das Knirschen und Knacken reißenden Glases. In jeder anderen Situation würde ich aufspringen, die Beine in die Hand nehmen und das Weitersuchen. Meine schweißnassen Hände graben sich in die Polster, während ich den Blick starr auf den Spiegel gerichtet halte. Einige Sekunden lang bin ich, bin ich mir nicht sicher, ob ich mich noch in Schlütes Büro oder doch im Versuchsraum befinde. Im nächsten Augenblick zeigen die Bildschirme nur noch Rauschen. Die bisher wild zuckenden Linien der Biosignale gleiten und waagerecht dahin. Ich atme einmal heftig ein. Und es kommt mir so vor, als wäre ich nur mit um Haaresbreite etwas sehr, sehr Schlimmem entgangen. Ist alles in Ordnung? Höre ich Schlüters Stimme von weit her? Von weit. Weit her? Von weit her? Fragen? Benommen nicke ich, doch behalte weiterhin den Bildschirm fixiert. Sekunden verstreichen, in denen meine Gedanken, da, meine Gedanken dahin rasen und vergeblich versuchen, irgendeine Erinnerung aus den Schatten ins Licht zu zerren. In diesem Moment setzt die Aufzeichnung wieder ein. Ich zucke zusammen. Warte. Hier oben war auch ein. Hier war ein Als. Äh, dann schmeißen wir das Als vielleicht raus. Äh, ich atme einmal heftig ein und... Und bin sicher nur um Haaresbreite etwas sehr, sehr Schlimmem. Entgangen zu sein. Das ist, glaube ich, besser, sonst haben wir nämlich unten gleich wieder das Als. So, hier. Ich zucke zusammen, als ich in ein von blankem Entsetzen gezeichnetes Gesicht schaue. Meine Augen sind weit aufgerissen. Ich sehe das Glitzern von Schweiß auf meiner Stirn. Gleichzeitig schlagen die Graphen aller Biodaten bis zum Anschlag aus und überall blinken. Überall blinken Warnmeldungen auf. Mit hektischen Bewegungen reißt sich mein Abbild. die Elektroden vom Körper, während sowohl mein Blick als auch der meines anderen Ichs auf den Spiegel gerichtet sind. Ein pulsierender, senkrecht verlaufender Riss durchzieht diesen einmal von oben nach unten, fast exakt durch die Mitte der Glasfläche. Hier ist schon wieder ein Als. Siehst du, das passiert, wenn ich einfach nur so einfach nur runterschreibe. Ähm... ähm. Spiegel, fast exakt durch die Mitte, fast exakt durch seine, ein Pulsierende senkrecht, fast exakt durch seine Mitte. Warte, durch seine Mitte. Und jetzt kann man das umschreiben mit dem Glas. Das Glas wirkt wie Aufgeschnitten. Warte mal, wie wollte ich das... Verdammt! Gerade noch eine Idee gehabt, wie ich das formulieren kann. Ähm, exakt, fast exakt durch seine Mitte. Ja, das Glas wirkt wie. Äh, wie schreibt man denn das? Wie. Wie aufgetrennt, wie. Warte mal. Posierender senkrecht verlaufender Riss durchzieht diesen einmal von oben nach unten, fast exakt durch seine Mitte. Die Ränder des Risses sind geschmolzen. Und das macht den Eindruck. Jemand hätte das Glas mit einem glühenden Messer aufgetrennt. Vielleicht so. Warte, jetzt haben wir Riss mehrfach. Mal, noch mal gucken, ob das Sinn ergibt. So, warte. Senkrecht verlaufender Riss durchzieht diesen einmal von oben. Ist es wirklich ein Riss oder ist es ein Schnitt? Ähm, ein senkrecht verlaufender Riss durchzieht diesen einmal von oben fast. Nicht so. Weil ein Riss wäre ja eher was ein bisschen unregelmäßiges. Ein Schnitt wäre ja etwas gleichmäßigeres. Was macht den Eindruck? Ja, das gefällt mir noch nicht. Das gefällt mir noch nicht. Eigentlich brauchen wir den Satz auch nicht. Er fügt ja nichts hinzu, was wir fürs Verständnis brauchen, ne? Ein pulsierender senkrecht verlaufender Riss durchzieht diesen einmal von oben nach unten fast exakt durch seine Mitte. Nee, eigentlich brauchen wir das gar nicht. Der, der text wird nicht knackiger, wenn man da noch mehr hinzufügt. kurz bevor die aufzeichnung endet, sehe ich mich aufspringen und wie von sinnen aus dem raum stürzen. genau das reicht eigentlich den riss, haben wir gesehen. zack! so. schlüter legt das tablet auf seinen schoß und mustert mich eine weile lang, währenddessen rast mein puls, und es dauert mehr als eine minute. Bis ich mich ausreiten beruhige, um ihn anzuschauen. Was ist da passiert? Frage ich mit zitternder Stimme, greife nach meinem Glas und trinke es in einem Zug leer. Wie kommt sie denn jetzt plötzlich in einen Zug? Könnte man hier fragen. Trinke es in einem Zug leer. So. Ich hatte gehofft, dass Sie mir das sagen können. Gibt Schlüter überrascht zurück. Wie Sie gesehen haben, fehlt ein Stück in der Aufzeichnung, sodass ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was genau geschehen ist. Ich kann mich nicht erinnern. Irgendwie ist der ganze gestrige Tag weg. Ich weiß nur noch, dass ich morgens in die Uni gefahren bin. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist das Aufwachen heute heute früh. Was immer Sie gestern gesehen haben, es scheint Sie derart in Angst versetzt zu haben, dass Ihr Verstand die Erinnerung daran möglicherweise blockiert. Eine Art Schockreaktion des Gedächtnisses, wenn Sie so wollen. Schlüter klingt nachdenklich, sein Blick wandert von mir zum Tablet und wieder zurück. Sagen Sie, Anja, hatten Sie früher in Ihrer Kindheit vielleicht schon einmal Erinnerungslücken? Ich glaube nicht, antworte ich kopfschüttelnd. Das ist das erste Mal. Schlüter nimmt ebenfalls einen Schluck aus seinem Glas, bevor er weiterspricht. Der Versuchsaufbau hat möglicherweise irgendetwas ans Licht geholt, was verborgen lag. Er schaut mich an mit einer, er schaut mich an mit einer Mischung aus wissenschaftlichem Interesse und Mitgefühl. Vielleicht machen wir das anders. Er schaut mich an, Komma und in seinem Blick liegt eine. Was ist denn? Äh, so, und in seinem Blick so, so. Für gewöhnlich löst das Experiment einen Zustand der Einkehr aus, ein Gefühl des mit sich selbst im Einklangseins. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Er wirft mir erneut. Ah, okay. Dann machen wir es einfach anders. Er wartet meine Antwort. Er wartet meine Antwort nicht ab. Er wartet meine Antwort nicht ab. In seltenen Fällen führt es zu Angstzuständen oder emotionaler Anspannung. Aber das, was Ihnen geschehen ist, ist außergewöhnlich. Derartige Messwerte habe ich noch nie gesehen. Für einen Moment höre ich wieder dieses Knirschen. Was ist mit dem Spiegel passiert? frage ich. Meine Worte lassen eine Gänsehaut meinen Körper überziehen. Dieser Riss, was hat ihn verursacht? Schlüter greift nach dem Tablet und tippt darauf herum. Dann hebt er den Blick und schaut mich an. Ja, Blick ist relativ häufig, ne? Blick, Blick. Das machen wir anders. Wir verkürzen das hier oben. Dann haben wir einmal Blick weniger. Oh, das kann auch raus im Grunde. Als ich in den Raum kam, kurz nachdem sie davongestürmt waren, habe ich ihn gesehen. Ich weiß, dass er da war. Er startet eine App und das Bild des leeren Versuchsraums erscheint. Heute Morgen, als ich routinemäßig die Funktionen überprüfte, dachte ich, mich trifft der Schlag. Aber sehen Sie selbst, das hier ist ein Live-Bild. Es dauert einige Sekunden, bis es mir klar wird. Hatte sich mein Herzschlag in den Minuten zuvor beruhigt, so schnell seine Frequenz abrupt wieder in die Höhe. Der Riss ist verschwunden. Wie um alles in der Welt ist das möglich. Schwindel umfängt mich und ein flaues Gefühl macht sich in meinem Magen breit. Ich glaube, ich brauche etwas frische Luft. Presse ich hervor, greife nach meiner Tasche und dem Mantel und verlasse Schlütes Büro, ohne mich zu verabschieden. Ja, haben wir. So, in Szene 11 haben wir die Katze vergessen. Na <laughs> ja, kurz gucken, ähm... Wo baut man die Katz ein, ist die Frage. Vielleicht in der, in der Anfangssequenz, wo sie da auf dem Sofa chillen und irgendwie was trinken. Vielleicht hier so. Remy beobachtet uns vom Sessel aus. So in diese Richtung. Den, den Satz schreibe ich gleich noch zu Ende, aber dann haben wir die Katze mit dabei. Das ist mir nur beim nochmal durchlesen der Szene aufgefallen, dass die Katze mit keinem Satz erwähnt wurde. Was ungewöhnlich ist. Ja, Amy beobachtet uns vom Sessel aus. Und ich bin überrascht, dass sie sich nicht wie... Sonst ins Schlafzimmer verzieht, wenn Besuch da ist. Das ist ja bei Katzen auch immer ganz wild. Ne? Es gibt ja echt so Katzen, die hast du irgendwie zehn Jahre und die sind trotzdem immer noch so drauf, dass sie das nicht cool finden, wenn da andere Leute sind. Und dann hast du halt das andere Extrem, die sofort alles anspringen, was da irgendwie an Besuch kommt. Finde ich auch immer spannend, dass Katzen auch so krass unterschiedlich sind zum Teil. Okay, gut, Katze haben wir. Jetzt können wir die restliche Szene lesen. Und das ist ja dann schon die vorletzte Szene. Ne? Also mit ein bisschen Glück kriegen wir das heute fertig. Zumindest mit dem inhaltlichen Konsistenz überarbeiten. Ne? Eine Session werden wir dann wahrscheinlich noch brauchen für nochmal. Wortdoppelungen, Adjektivspam reduzieren, solche Sachen nochmal rauszufiltern, raus aber dann haben wir's. So, na schön. Es klingelt an der Tür. Just in diesem Moment bin ich damit fertig geworden, den Tisch im Wohnzimmer herzurichten. Gutes Timing. Hey, kein Handtuch diesmal, grinst Mire, die neben dem Rucksack auf ihrem Rücken noch einen Beutel dabei hat, aus dem ich zwei Flaschen herausragen sehe. Und du hast diesmal Übernachtungskram dabei, entgegne ich lachend und drehe über Seite, um Miri den Weg freizumachen. Wir machen es anders, um ihr den Weg freizumachen, sonst haben wir zu oft Miri. Während Miri ihre mitgebrachten Knabereien auspackt, hole ich Gläser und einige Schüsseln aus der Küche. Kurze Zeit später sitzen wir auf der Couch und stoßen an. Amy beobachtet uns vom Sessel aus und ich bin überrascht, dass sie sich nicht wie sonst ins Schlafzimmer verzieht, wenn Besuch da ist. Auf uns, sagen wir Unisono, als würden wir das jeden Tag tun. Beinahe eine halbe Stunde lang plaudern wir über die zurückliegende Woche, und Miri bereitet es sichtlich Vergnügen, mich auf den neuesten Stand hinsichtlich Klatsch und Tratsch in unserem Studiengang zu bringen. Ob Gerüchte über seltsame Zutaten beim Essen in der Mensa oder über angebliche Affären unter Lehrenden und Studierenden, sie ist eine Meisterin des Erzählens, da fehlten es. Irgendwann jedoch hält sie inne und schaut mich eine Weile lang nachdenklich an. Weißt du, ich mache mir wirklich Sorgen um dich, sagt sie. Als ich neulich bei dir war, sagtest du, dass du seit einer Weile komische Sachen träumst und daher schlecht schläfst. Aber ist das wirklich alles? Oder gibt es da irgendwas, worüber wir sprechen sollten? Sie schenkt uns Wein nach. Seit du am Mittwoch aus dem Raum gestürmt bist, verhältst du dich echt merkwürdig. Wann immer ich versucht habe, dich darauf anzusprechen, hast du mich irgendwie abgewimmelt und das Thema gewechselt. Miri nimmt meine Hand. Egal, was es ist, du kannst mit mir darüber reden, hörst du? Es kostet mich einiges an Überwindung, den nächsten Satz zu formulieren. Es sind nicht nur diese Träume, hebe ich an. Ich sehe Dinge, weißt du? Dinge, die nicht da sind. Nicht da sein können. Ich halte inne und atme einmal tief durch, während ich in Miris Gesicht zu erkennen versuche, ob sie meinen Worten Glauben schenkt. Ich weiß, das klingt total verrückt, aber wärst du Donnerstag nicht zu mir gekommen? Ich glaube, ich wäre... Meine Kehle ist viel zugeschnürt und ich vermag kein weiteres Wort hervorzubringen. Bisher eigentlich ganz gut. Jetzt nichts dran auszusetzen im Moment. So. Hey, schon gut, flüstert Miri, nimmt mich in den Arm. Lass dir Zeit. Sie greift nach der Fernbedienung. Vielleicht sollten wir eine Pause einlegen und uns etwas ablenken. Miri schaltet durch die Sender und bleibt bei einer Spielshow hängen, in der es darum geht, in der es darum... Zu gehen scheint, bizarre Objekte aufeinander zu stapeln. Na, eigentlich können wir auch sagen, in der es darum geht, das wird ja relativ klar sein, in der es darum geht, bizarre Objekte aufeinander zu stapeln. Nichts Spannendes, aber gerade interessant genug, um meine Aufmerksamkeit für einige Minuten zu binden. Gibt es übrigens ein schönes Video von den Space Frogs, gerade vor ein, zwei Tagen rausgekommen, wo sie sich über Fernsehformate lustig machen? Fand ich gut. Wir brauchen neue Ideen. Lass uns mal Dinge stapeln im Fernsehen. Ja, yeah, wow, super Idee hat noch nie einer gemacht. Kommt da nämlich, glaube ich, auch vor. <laughs> so, nichts Spannendes, aber gerade interessant genug, um meine Aufmerksamkeit für einige Minuten zu binden. Miri öffnet die zweite Flasche Wein, füllt unsere Gläser und reicht mir meins. Es ist kaum überraschend, dass der Stress der letzten Wochen dir zu schaffen macht. Ich kann das nur allzu gut verstehen. Es gab mehr als eine Nacht, an der ich kein Auge zugetan habe vor irgendwelchen Prüfungen. Auf Dauer schlägt das aufs Gemüt. Sie nimmt einen Schluck aus ihrem Glas. Hast du schon mal darüber nachgedacht, die psychologische Beratung auf dem Campus in Anspruch zu nehmen? Ich kenne da jemanden, der dir gleich nächste Woche einen Termin besorgen könnte. Miri versucht gelassen zu klingen, doch es gelingt dir nicht. Ich höre deutlich, wie angespannt sie ist. Danke, das ist wirklich lieb von dir, erwidere ich. Aber ich glaube, das würde mir nicht helfen. Keine Sorge, das ist alles total anonym und so, grinst Miri. Und nur so zwischen uns beiden. Ich war auch mal dort, ganz zu Anfang meines Studiums, als der Stress mich echt im Griff hatte. Das hat mir wirklich geholfen und ich bin sicher, dass... Es war das Experiment, unterbreche ich Sie. Irgendetwas ist mit mir passiert in diesem Raum. Miri schaut mich verblüfft an. Was meinst du? Ich kann mich nicht genau... Ich kann mich nicht genau erinnern, gebe ich zurück, aber Schlüter hat mir die Aufzeichnung meiner Biodaten gezeigt. Irgendetwas hat mich in absolute Panik versetzt und seitdem weiß ich nicht mehr, was so wirklich ist und was nicht. Wow, bringt Miri hervor. Für gewöhnlich würde ihr typischer Redeschwall folgen, doch diesmal bleibt sie stumm. Hat sie sonst auf alles eine Antwort, so lassen meine Worte sie sprachlos zurück. Es ist alles unscharf wie die Erinnerung an einen Traum. Setze ich fort? Setze ich fort? Fahre ich fort? Glaube ich beides, oder? Aber fahre ich fort, finde ich angenehmer. Weil fortsetzen ist ja eher eine, eine Tätigkeit. Fortsetzen und nicht, nicht eine, eine Rede. Geht wahrscheinlich, laut Duden geht wahrscheinlich wieder beides. Man weiß es nicht. So, ich gieße mir nur noch mal kurz was ein. So. »Dinge und Sachen«, fahre ich fort, aber ich glaube, der Spiegel hat irgendetwas in mir ausgelöst, hat alte Erinnerungen aufgewirbelt, Dinge, die ich lange vergessen hatte. Sah ich bis eben noch erstaunen in Miris Blick, so wandelt sich dieser Eindruck zu tiefer Besorgnis. »Ist dir denn etwas zugestoßen, als du noch klein warst?« »Nein, mach dir keine Sorgen«, antworte ich lächelnd und sehe, dass der Ausdruck... Ah, warte. Eindruck, Ausdruck... Sah ich bis eben noch erstaunen in Miris Blick, so weicht diese nun tiefer Besorgnis. Moment, jetzt muss ich nochmal den Anfang der Szene angucken. Nee, nicht dieser Szene, der anderen Szene, der letzten Szene, wo Miri da war. Ah, hier haben wir das nämlich auch mit dem Weichen. Verdammt! Damn you! Formulierungen. Äh, wie schreibt man das denn jetzt um, damit das unten passt? Ein Teufelskreis. Das sind wieder so Kleinigkeiten, die die Leser wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, aber ich habe das im Kopf. Ich weiß, dass ich das oben ähnlich, ähnlich formuliert habe. Und das passt dann nicht. Dann schreiben wir das anders. Dann lasse ich das oben so, wie es ist und ändere das unten. Dann dürfen wir nur nicht diese ähm, tiefe Besorgnis und Weichen dürfen wir nicht verwenden, sondern wir nehmen was anderes. So, warte. Bo wo ist es? Ähm, sah ich bis eben noch. So, sah ich bis eben noch Erstaunen in Miris Blick? Besorgnis habe ich oben auch geschrieben gehabt, ne? In der Sequenz, oder? Ja. Was ist dann ein, ein sinnvolles Synonym für Besorgnis? Ah. Ich bin eben noch erstaunt, denn Miris Blick so zeigt ihr Gesicht nun. Verdammt, was ist denn so schwierig an diesem Satz? Hat alte Erinnerungen aufgewirbelt. Besorgnis. Warte. Mir fällt Partout kein brauchbares äh, Synonym ein dafür. Besorgnis. Ja, geh weg. Befürcht ein, 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 ein. Es liegt ein fürchterlicher Ausdruck darauf. Nee, das drückt nicht ganz Bangigkeit. Aha. Mir wird ganz bang. Ich leide an Bangigkeit. Mhm. Besorgnis, Annahme, Angst, Verdacht, Vermutung, Sorge. Sorge könnte man nehmen. Warte. Ah, sah ich bis eben noch erstaunt Miris Blick so. Ja, es ist manchmal schwierig, ne? Man sucht dann nach irgendeiner Formulierung, aber manchmal ist dann die Lösung, den Satz einfach anders zu bauen wenn man sich so festbeißt an irgendwelchen Begrifflichkeiten. Hm, warte. Das Erstaunen in Miris Blick. Mir Block. Wird ersetzt durch. Verdammt. Ich glaube, ich schreibe das anders. Ich komme da nicht, ich komme mit dem Satz gerade nicht Rande, weil ich diese Formulierung, die ich nehmen würde, nämlich dieses mit dem, das eine weicht dem anderen, also funktioniert irgendwie nicht. Nee, Argwohn ist ja. Argwohn argwöhnisch bist du ja, wenn du vermutest, dass jemand dir Schaden zufügen will. Ne? Arg ist ja, wenn jemand ne, dir Schaden will, also wenn jemand dir ein, 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 ein Arg will. Und wenn du argwöhnisch bist, dann vermutest du, dass jemand dir was Böses will. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Ah, uh, warte, hat alte Erinnerungen aufgewirbelt. Uh, dann machen wir es anders. Ich sehe Mitgefühl in Miris Blick oder so. Das ist vielleicht sinnvoller. Ist dir denn etwas zugestoßen? Ja, ich lasse das jetzt erstmal so, sonst beiße ich mich da wieder stundenlang dran fest. Das ist nicht gut. Nein, mach dir keine Sorgen. Dann kann das hier raus. So. So, nein, mach dir keine Sorgen, antworte ich lächelnd. Ich verbinde schöne Erinnerungen mit meiner Kindheit. Außer ab- und an Streit mit meinen Eltern war alles in bester Ordnung. Ich nehme einen Schluck aus meinem Glas. Aber es gab da eine Sache, wegen der meine Mutter sich Sorgen machte. Irgendwann hatte ich damit angefangen, vor dem großen Spiegel in meinem Zimmer zu hocken und mir einzubilden, dass mein Spiegelbild eine andere Version von mir wäre. Ich schaue Miri an, die mir interessiert zuhört. Ich hatte mir immer ein Schwesterchen gewünscht, doch daraus wurde nichts, daher flüchtete ich mich in meine Fantasie. Ich war stets ein braves Kind, doch mein Ebenbild im Spiegel war die rebellische Version meiner selbst. Ronja hatte ich sie getauft, so wie die Räubertochter, die sich von nichts und niemand. Von nichts und niemand. dem. von wem? Von. Wahrscheinlich geht das, geht laut Duden wahrscheinlich auch wieder beides. Und in der wörtlichen Rede ist das, glaube ich, okay. Die sich von nichts und niemand Vorschriften machen ließ. Wir hatten eine Geheimsprache entwickelt, das ist aber so lange her, dass ich mich kaum erinnern kann. Miri kichert und ich stimme ein. Meine Lieblingstiere waren Marienkäfer, ihre natürlich Spinnen, vor denen ich immer große Angst hatte. Aber Ronja nicht, sie kannte keine Angst. Ich steigerte mich derart hinein, dass ich nicht, dass ich nicht nur des Nachts davon träumte, als Ronja durch die Welt zu gehen, sondern manchmal selbst tagsüber das Gefühl hatte, sie zu sein. Ich reagierte nicht mehr auf meinen Namen und verlangte, Komma. Jo, dir noch einen schönen und hoffentlich ruhigen Abend, Karen. <laughs> Bis demnächst. Tschü. Dienstag geht's weiter mit, äh, mit, mit Prognostik. Falls du die erste Folge noch nicht gesehen hast, die ist auf YouTube jetzt. Ist soweit ganz cool mit den Ermittlungen und sowas. Mal gucken, wie das noch wird. Dann bis später irgendwann. Verlangt er als Ronja angesprochen zu werden. Miris Gesicht verfinstert sich. Schöne Ostern. So. Irgendwann wurde es meiner Mutter zu bunt, und sie war drauf und dran, den Spiegel aus meinem Zimmer zu entfernen. Sie erzählte mir später, dass ich mich wie eine Wilde aufgeführt hätte, die buchstäblich mit Klauen und Zähnen versuchte, den Spiegel zu behalten. Im Zuge der Rangelei mit meiner Mutter stürzte er um, das Glas zersprang, und nur durch reines Glück wurde niemand von den umherfliegenden Scherben verletzt. Meine Güte bringt Miriam vor. Das ist ja fast wie in einem dieser Horrorfilme. Ja, nicht wahr? Ich grinse sie an. Der Exorzist ist gar nichts dagegen. Was ist dann passiert? Es war seltsam, fahre ich fort. Doch nachdem der Spiegel zersprungen war, verschwand Ronja aus meinen Gedanken, so als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Erst durch das Experiment kamen die Erinnerungen. Aber ergibt das Sinn? Sie sagt ja, dass sie sich ja nicht Hm. Dass sie sich an nichts erinnert. Und jetzt hier zu schreiben, durch das Experiment kamen die Erinnerungen wieder hoch, ist ja Quatsch, weil das... Es stimmt ja nicht. Warte, dann schreiben wir das anders. Irgendwie hat das Experiment... Meine Erinnerungen an damals wieder äh, aktiviert. Meine Erinnerungen an damals zurückgebracht, vielleicht irgendwie sowas. Und meine Erinnerungen daran zurückgebracht. Meine Erinnerungen daran zurückgebracht. Zurück... Was habe ich denn da geschrieben? Zurück... Begracht. That's not correct. So, warte. Ähm, von einem Tag auf den anderen... Warte. Von einem Tag auf den anderen... dachte ich einfach nicht mehr an sie. Doch irgendwie... Hat das Experiment meine Erinnerungen daran zurückgebracht? Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, okay, passt. Ich hatte zwar nie eine imaginäre Freundin, sagt Miri, aber ich kann nachvollziehen, dass das Hochschwappen solcher Erinnerungen einen ganz schön mitnehmen kann. Hast du mal Hypnose versucht? Das soll ja manchmal. Ich glaube, Ronja ist wieder da, unterbreche ich sie erneut. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich sie. In meinen Träumen sucht sie mich auf und ich glaube, sie will meinen Platz einnehmen. Verdammt, davon bekomme ich richtig Gänsehaut, flüstert Miri und streckt mir zum Beweis ihren Arm entgegen, auf dem sich feine Härchen aufstellen. In dem Raum saß du fast zwanzig Minuten vor einem großen Spiegel. Kein Wunder, dass dein Unterbewusstsein das alles wieder rauskramt. Nein, du verstehst nicht, entgegne ich. Ich meine das völlig ernst. Mein Spiegelbild ist nicht mein Spiegelbild. Miri wirft mir einen skeptischen Blick zu. Ja, diese Formulierungen mit Miri wirft mir einen so und so artigen Blick zu. Das müssen wir auch nochmal durchgehen beim nächsten Durchlauf. Das kommt relativ häufig vor. Du verarscht mich gerade, oder? Ich schüttle den Kopf und stehe auf. Komm mit, ich zeige es dir. Wenn du dabei bist, traue ich mich. Wenige Augenblicke. Später stehen wir vor dem Spiegel im Badezimmer. Aus dem Augenwinkel sehe ich Miri, die hinter mir steht und mich dabei beobachtet, wie ich konzentriert in den Spiegel schaue. Hey, warte, dann machen wir es anders. Stehen wir gemeinsam im Badezimmer? Stehen wir gemeinsam im Badezimmer? So war das mit dem Spiegel, das kommt dann jetzt. So. Ich achte auf Details, die Bewegung meiner Augen, das Fallen meines Haars, in der Hoffnung, einen Beweis für meine Worte zu entdecken. Ach, ich habe irgendwas im Auge. Das ist nicht schön. Das ist nicht gut. Auge. What is it? Why? Stop it. Okay. Um, äh, ich achte auf Details, die Bewegung meiner Augen, das Fallen meines Haars an der Hoffnung, einen Beweis für meine Worte zu entdecken. Mehr als eine Minute lang starre ich mir selbst entgegen. Doch nichts geschieht. Vielleicht sollten wir wieder ins Wohnzimmer gehen, sagt mir Leise. Dann erzählst du mir noch mehr darüber, okay? Ich bin im Begriff, ihr zuzustimmen, doch in diesem Moment nehme ich eine Bewegung im Spiegel wahr. Nicht mein, Gesicht ist es, nicht mein Gesicht ist es, in dem sich etwas bewegt, stattdessen findet mein Blick eine winzige Spinne, die sich an einem hauchfeinen Faden von oben abseilt, unmittelbar zwischen mir und, und meinem, meinem Abbild. Schau dir das an, flüstere ich, siehst du es? Miri tritt näher und sucht mit ihrem Blick den Spiegel ab. Meinst du die Spinne? Sie klingt verwirrt. Nicht unbedingt der Mitbewohner meiner Wahl, aber auch nichts Unheimliches. Sieh genauer hin. Es dauert einige Sekunden, dann zieht Miri scharf die Luft ein. Das, das, das kann doch nicht! Ich strecke vorsichtig den Finger in Richtung des Insekts aus, positioniere die Kuppe dort, wo es jeden Augenblick entlang gleiten wird. Ein paar Sekunden später ziehe ich die Hand zurück und zeige Miri meine leere Fingerkuppe. Sie mustert sie einen Augenblick lang, schaut dann in den Spiegel und gibt einen spitzen Schrei von sich. Oh Scheiße, das ist doch unmöglich. Fassungslos betrachtet sie den Finger meines Spiegelbilds, auf dem sich die kleine Spinne niedergelassen hat. Ihr Blick wandert zu meinem Finger, dann wieder zurück zum Spiegel. Miri greift in ihre Hosentasche und holt ihr Telefon hervor. Ich rufe David an. Er wird sich freuen zu hören, dass du doch nicht verrückt bist. Okay. Ist, glaube ich, soweit erstmal. Erstmal okay, denke ich. Ne? Gut. Jetzt müssen wir noch die. Ähm, äh, äh, jetzt müssen wir noch kurz einbauen, warum David da ausgerechnet Zugang hat. Dachte schon, ihr hättet, hättet es euch anders überlegt. Obwohl eigentlich, ich meine, so fürchterlich dramatisch ist es nicht, ne, dass wir unbedingt erklären müssen, warum er da Zugang hat. Könnte man in einem Nebensatz irgendwie, in einem Nebensatz abtun. Ich habe vorhin schon nachgesehen, die Ausrüstung ist noch da. Mm -mm -mm. Ich glaube, ich lasse das raus. Wenn mir dann in der finalen Überarbeitung das nochmal negativ aufstößt, dann kann man das ja immer nochmal an, anfassen. Vielleicht denke ich da jetzt auch schon wieder zu, zu sehr in irgendwelche Details, die den meisten Lesern wahrscheinlich gar nicht in den Sinn kommen. So. Die einzige, das muss bestimmt groß geschrieben werden hier. Miri klopft in einem seltsamen Rhythmus an die Tür. Du bist nicht die Einzige, die eine Geheimsprache kennt, grinst sie. Wenige Sekunden später öffnet. Öffnet. Öffnet uns, David. Hier war Tür doppelt, deswegen habe ich das rausgenommen. Dachte schon, ihr hättet es sich anders überlegt, sagte er und deutet auf die Uhr an der Wand des Eingangsbereichs. Bitte entschuldige, dass wir spät dran sind, gebe ich zurück. Hat alles mal wieder länger gedauert als geplant. Das Fakultätsgebäude kommt mir verändert vor. Irgendetwas ist anders. Ja, das ist irgendwie komisch, ne? Weil es kommt dir verändert vor, weil was anders ist. Das ist ja die Quintessenz von verändert. Wir machen es einfach so. Punkt. Das Fakultätsgebäude kommt mir verändert vor. Es dauert einen Augenblick, bis mir klar wird, dass es die uns umgebende Stille ist, die dieses seltsame Gefühl in mir auslöst. Wann immer ich sonst hier war, wimmelten die Gänge von Menschen. Studierende saßen auf den Treppenstufen. Aus den Seminarräumen waren Stimmen zu hören. Wir machen das anders. Wann immer ich sonst hier bin, wimmeln. Studierende sitzen, weil das klingt so, als wäre sie nicht mehr in der Uni. Was ja Quatsch ist. Sie ist ja noch Studentin. Wenn immer ich sonst hier bin, wimmeln die Gänge von Menschen. Studierende sitzen auf den Treppenstufen aus den Seminarräumen, sind Stimmen zu hören. Ja. Wie genau sieht denn nun der Plan aus? Erkundigt sich David, während er uns durch einen Gang führt. Äh, was, wo bin ich hier? An dessen Ende die Treppe in den oberen Bereich liegt. Naja, ich gehe da rein und mache alles genauso wie am Mittwoch, antworte ich und bemerke Unsicherheit in meiner Stimme. Mit etwas Glück, das und kommt raus, kann ich rückgängig machen, was beim letzten Mal passiert ist. Gestern Abend nach etwas Wein klang das noch nach einem guten Plan. Aber mit jeder Sekunde, die ich mich darauf zubewege, wieder auf diesem Stuhl zu sitzen, bin ich mir dessen weniger sicher. Mit jeder Sekunde, in der ich mich darauf zu bewegen. Äh, ich habe vorhin schon nachgesehen. Die Ausrüstung ist noch da. David klingt nachdenklich. Seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist? Nach dem, was ihr gestern erzählt habt, scheint hier etwas echt Seltsames vorzugehen. Da sagst du was? Schaltet mir sich ein. Es hat mehr als eine Stunde gedauert, bis meine Gänsehaut verschwunden war. So habe ich noch nie erlebt. Kurz darauf erreichten wir den Versuchsraum. Die Tür die Tür steht offen. Oh, dear. So. Die Tür steht offen. Und beim Anblick des großen Spiegels. Warte. Äh, kurz darauf erreichen wir den Verlustraum. Seine Tür steht offen. So. Hallo? Da muss noch ein. So. Beim Anblick des großen Spiegels. Und der mit schallschluckenden Materialien bedeckten Wände überkommt mich ein ungutes Gefühl. Als ich eintreten will, bedeutet mir David kurz zu warten. Er holt zwei kleine Geräte hervor und reicht mir eines davon. Damit kannst du uns hören, wenn du da drin bist. Er setzt sich seinen Knopf ins Ohr. Oh, super Idee, erwidere ich und tue es ihm gleich. Lass uns nochmal genau durchsprechen, wie wir das machen werden sagt Miri und deutet mit dem Finger auf mich. Ich gehe mit dir rein und schließe die Elektroden an. Sie wendet sich David zu. Während du schon mal die Technik checkst, Kameras und so. Danach stoße ich zu dir und wir behalten die Instrumente im Auge. Sie schaut mich erneut an. Sollte die Technik ausfallen, so wie beim letzten Mal, bin ich in wenigen Sekunden bei dir, okay? Ich nicke und bemühe mich gelassen zu wirken, ob schon mein Puls bereits jetzt beschleunigt ist. David wirft mir einen bestätigenden Blick zu, bevor er im Beobachtungsraum auf der anderen Seite des Ganges verschwindet. Wie fühlst du dich? Miri klingt angespannt, als wir den Versuchsraum betreten. Aufgeregt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich betrachte unsere Spiegelbilder in der großen Glasfläche, jeden Moment darauf wartend, dass irgendetwas Unvorhergesehenes geschieht. Vorsichtig nehme ich auf dem Stuhl Platz und schaue Miri dabei zu, wie sie die Kabel entwirrt die noch in genau dem Zustand zu sein scheinen, in dem ich sie zurückgelassen habe. Sie war beim Versuchsaufbau beteiligt, daher weiß sie, welche der Elektroden... Äh, so, ja. Hm, wohin gehört, und so dauert es keine Minute, bis alles an seinem Platz ist. David hier, tönt es in meinem Ohr. Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich laut und deutlich. Sehr gut, Verbindung steht, Bild und Ton sind in Ordnung, Biodaten kommen an und sehen gut aus. Ah. Ah, gut und begutachtet. Das gefällt mir noch nicht. Biodaten kommen an und sind alle im grünen Bereich besser. Miri begutachtet ihr Werk ein letztes Mal und legt mir dann beruhigend die Hand auf die Schulter. Ich bin direkt gegenüber, falls irgendwas Komisches passiert. Ich höre das Schließen der Tür hinter mir und im nächsten Augenblick bereits fühle ich mich allein. Stille umgibt mich. Lediglich mein eigenes Atmen und der Schlag meines Herzens sind zu hören. Schlüter sagte, dass der Raum speziell angepasst wurde, um möglichst alle Geräusche zu dämpfen, die die Konzentration beeinträchtigen könnten. Wir sind soweit, höre ich die Stimme in meinem Ohr. Bei dir alles klar? Biodaten sehen gut aus, lediglich leicht erhöhter Puls. Ich schaue in die Kamera, die sich unmittelbar neben dem Spiegel befindet. Ja, alles fein. Meldet euch nur, wenn es wirklich sein muss, okay? Beim letzten Mal war ich voll konzentriert, das will ich jetzt auch hinbekommen. In Ordnung, gibt Miri zurück, dann herrscht ab jetzt erstmal Funkstille. Ich atme einmal tief durch, bevor ich den Blick auf den Spiegel richte und versuche mich in dieselbe Stimmung zu versetzen wie am Mittwoch. Einige Minuten verrinnen und gelang es mir Anfang noch. Äh, einige Minuten vergehen. Vergehen ist, glaube ich, sinnvoller, weil Verrinnen ist eher so wie, es ist äh, unbeabsichtigt, dass Zeit vergeht, aber das ist ja nicht das, worum es hier geht. Einige Minuten vergehen und gelang es mir anfangs noch, meinen Geist von umherstreifenden Gedanken zu befreien, so dringen sie nun wieder in den Vordergrund. Ich betrachte mein Abbild und kann mich der Idee nicht erwehren, dass vielleicht auf der anderen Seite des Spiegels in diesem Moment jemand ebenso gebannt nach vorn schaut. Um mich besser konzentrieren zu können, zähle ich die Sekunden und lasse Zahlen durch meinen Verstand gleiten. Plötzlich verspüre ich ein Kribbeln an meiner rechten Hand. Zuerst denke ich, dass es eine der Elektroden ist, doch als das Gefühl nicht nachlässt, schaue ich irgendwann hinab. Es trifft mich wie ein Schlag. Ein Marienkäfer krabbelt über meinen Handrücken. Seht ihr das? frage ich und halte die Hand vor mein Gesicht. Der war plötzlich da. Was meinst du? Miri klingt verwirrt. Da ist nichts. Muss man noch andeuten, dass sie die Hand in Richtung der. K ja, frage ich und drehe meine Hand zur Kamera. Weil das ist ja die Idee, ne? deswegen dreht sie sie ja jetzt zurück. Und sieht die Spinne drauf. Und sie sieht das, hebt die Hand an, hält die so, dass die anderen die sehen können. Warte mal, frage ich und präsentiere das Insekt der Kamera. Der war plötzlich da. Halte. <laughs> behutsam drehe ich meine Hand und schrecke zusammen, als sich unmittelbar vor meinem Gesicht nicht mehr der gepunktete Käfer, sondern eine zwei Zentimeter große Spinne befindet. Von Ekel erfüllt schleudere ich sie fort und noch bevor das Tier zu Boden gefallen ist, geht ein markerschütterndes Knirschen durch den Raum. <laughs> Ja, so richtig gefällt mir das noch nicht. Ein Marienkäfer krabbelte bei meinen Handrücken. Seht ihr das? frage ich und präsentiere. Und halte meine Hand in die Kamera. Das vielleicht am, am sinnvollsten, oder? Und halte die Hand in die Kamera. Der war plötzlich da. Hm. Ah, so, merke ich an das Knirschen. Angedehnte bio mir Miros Stimme bricht ab. Das Knirschen wird lauter. Es schmerzt in meinem Kopf und nur mit Mühe schaffe ich es, den Blick auf den Spiegel zu richten. Ein senkrechter Riss bildet sich darin und trennt meinen... Ja, Abbild ist zu oft, ne? Meine Reflexion. Einmal in der Mitte durch. Schwindel umfängt mich, Übelkeit brandet in mir auf. Aus irgendeinem Grund tauchen seltsam deformierte Wörter vor meinem inneren Auge auf, mit der krakeligen Handschrift von Kindern zu Papier gebracht. Ich sehe meine Mutter vor mir, höre ihre Worte, dann meine Stimme. Ich schreie sie an, bin wie von Sinnen. Mein Blick findet mein Gesicht im Spiegel, dann sind da nur noch Scherben. »Hey, sag doch was«, dringt mir Stimme zu mir durch. »Anja, geht es dir gut? Was ist mit ihr?« »Keine Ahnung, sie ist wie paralysiert.« ich richte den Blick auf meine Freundin, der der Schreck ins Gesicht geschrieben steht. Es geht mir gut, sage ich dann und habe das Gefühl, aus einem Traum erwacht zu sein. Die Erinnerung an die Bilder, die ich sah, verblasst binnen weniger Augenblicke. Gott sei Dank, ruft Miri und umarmt mich trotz der Kabel an meinem Körper. Nachdem die Kameras ausfielen, bin ich sofort hergerannt und habe dich laut in einer seltsamen Sprache reden hören. Du saßt einfach nur da, warst vollkommen erstarrt. Ich werd verrückt. Sagt David und deutet auf den Spiegel. Wie ist das möglich? Miri lässt mich los, tritt zur Seite und dreht sich um. Wir beide schauen nach vorn. Der Riss, der Sekunden zuvor noch deutlich zu sehen war, ist verschwunden. Hat es funktioniert? fragt Miri und wendet sich mir zu. Ich löse die Elektroden von meiner Haut und stehe auf. Das werden wir gleich sehen. Kommt mit! Noch etwas wackelig auf den Beinen trete ich nah an das Spiegelglas heran und betrachte meine. Dann muss das raus. Sonst haben wir nämlich Reflexion wieder zweimal. Ein Teufelskreis. Verdammt, ich krieg schon wieder Gänsehaut, flüstert Miri, als sie neben mir steht. David gesellt sich hinzu. Zu dritt mustern wir unsere Abbilder. Ich zähle die Sekunden. Und bis ich, bis ich die 180 erreicht habe, sagt niemand von uns ein Wort. Falls da irgendwas zu sehen sein sollte, ich sehe nichts, sagt David schließlich. Sieht alles normal aus. Ja, mach. Den Eindruck, erwidere ich, ohne den Blick vom Spiegel zu lösen. Die letzten Male passierte es gleich nach wenigen Augenblicken. Heißt das, es hat funktioniert? fragt Mary. Schätze ja. Ich wende mich ab. Lasst uns von ihr verschwinden, ich habe für den Moment genug von Spiegeln. So, was hast du gesehen? fragt David. Vorhin, meine ich, auf deiner Hand. Ich schaue ihn an. Was meint er? Habe ich irgendetwas gesagt? Keine Ahnung, ich kann mich an nichts mehr erinnern, was in dem Raum passiert ist, bevor Miri mich aufgeweckt hat. Da ist jetzt die Frage: Haben Sie das nicht aufgezeichnet? Hey, obwohl, selbst wenn, Sie sind ja danach gleich verschwunden, also. Und das würde ja nichts daran ändern, dass die sich nicht daran erinnern kann. Und der Käfer war ja offenbar nicht zu sehen. Ein nachdenklicher Ausdruck schleicht sich in sein Gesicht, doch in diesem Moment kehrt Miri zurück und stellt ein Tablett auf den Tisch, auf dem sich neben drei großen Tassen noch eine Tüte befindet. So, einmal pumpkin -Spice latte für die Dame, einen großen Kaffee für den Herrn und eine heiße Schokolade für mich. Sie grinst breit und setzt sich zu uns. Dann greift sie nach der Papiertüte, reißt sie auf und präsentiert eine Sammlung von Keksen. Hier, die letzten Überbleibsel von Halloween. Ich betrachte die mit zwei unterschiedlichen Motiven verzierten versiert, Kekse. Kekse ist doppelt verzierten Gebäckstücke. Na, welcher darf sein? fragt Miri und wirft mir einen erwartungsvollen Blick zu. Ja, soweit. Das war jetzt die inhaltlich strukturelle Überarbeitung. Jetzt müsste das eigentlich in sich alles einigermaßen stimmig sein. Genau, dann würde ich beim nächsten Mal nochmal mit diesen Funktionen in Scrivener nochmal drüber gehen und nochmal durchbügeln und ich würde den aktuellen Stand wieder zu äh, wieder zu Patreon hochladen und wer mag, darf gerne die Story schon mal sich schnappen. Vielleicht fällt euch ja da noch irgendwas auf, was man noch ändern sollte, verbessern könnte, irgendwelche Vielleicht doch noch logischen Ungereimtheiten oder irgendwelche Tippfehler. Es sind mit Sicherheit noch Tippfehler oder irgendwelche Wortdoppelungen oder irgendwas, ist auf jeden Fall noch drin. Na, es ist äh, relativ ausgeschlossen, dass ich jetzt alle Tippfehler gefunden habe. <laughs> das ist eher nicht anzunehmen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mithelfen, fürs Mitgucken. Und ja, ich denke, wir haben es dann so gut wie ihn. Ne? Jetzt noch eine vielleicht finale Überarbeitungssession und dann ist die Story fertig. Und dann können wir uns mal überlegen, was wir damit anstellen. Ob, ich, ob die einfach nur auf Patreon bleibt oder ihr vielleicht irgendwelche Ideen habt, was man mit der Story anstellen könnte. Langfristig könnte man natürlich aus den in den Community Sessions entstandenen Storys irgendwie auch ein, ein Büchlein oder irgendwas machen, was man dann. Was, was ich für einen guten Zweck verkauft oder irgendwas derartiges, weißt du so, irgendwie solche Sachen. Ah, Susum, ja, kannst du gerne. <laughs> ich lade die Story wieder so hoch, dass man die auch als nicht nicht zahlender äh, Patron äh, sehen kann, also öffentlich. Na, also wenn ihr Bock habt oder gerade nichts anderes zu tun habt, dann könnt ihr euch die ja mal schnappen und einmal durchgehen. Ja, ansonsten auch noch mal. Schöne Ostern oder was immer ihr so feiert. Und ja, dann bis vielleicht Dienstag mal gucken. Vielleicht zwischendurch auch nochmal Elden Ring, ich weiß es noch nicht genau. Äh, nächste Session wäre wahrscheinlich in zwei Wochen. Aber ich muss auch, äh, muss auch sowieso mal überlegen, ob wir noch irgendwelche anderen Formate mit ins Leben rufen, weil mir ja irgendwann die lesbaren Geschichten ausgehen und ich kann ja nicht in der Frequenz schreiben, wie ich das bräuchte, wenn ich alle zwei Wochen, wenn ich alle zwei Wochen lese. So schnell bin ich nicht. Aber ich würde sagen, ja, wir bleiben erstmal bei dem Zwei-Wochen-Rhythmus. Der ist jetzt natürlich einmal ein bisschen Schon wieder Polizeialarm hier draußen. Äh, der ist natürlich jetzt einmal ein bisschen aus dem Tritt gekommen, ne? weil ich ja einmal ähm nicht so viel gemacht habe in der Korrektursession, aber ich würde gerne bei dieser, bei dieser normalen Rhythmik bleiben, so bei diesen zwei Wochen für die Schreibsessions auch. Also auch jetzt für die folgenden Geschichten. Also in zwei Wochen wäre dann wieder ähm, Schreibsession. So, ne, so in die Richtung. Naja, ich schreibe ja jetzt auch am Roman und so weiter und so ein, zwei Geschichten habe ich jetzt auch noch irgendwo rumliegen, die man auch noch lesen könnte, aber dauert halt, ne? Siehst du ja an dem Ding hier, wir sind jetzt in Episode 12. Ne? Und das dauert halt, bis sowas dann rund ist. Das schreibst du nicht an einem Abend. Okay. Ja, na dann euch noch einen ruhigen Abend und ein entspanntes verlängertes Restwochenende. Dann offiziell wird es Dienstag wieder mit Prognostic äh, weitergehen. Alles andere teile ich dann über Story in Instagram mit kurzfristig, wenn ich irgendwie noch andere Ideen habe oder so. <laughs> Alles klar, gut. Ja, na dann, äh, bis dann.